Action! Hallo, schönen guten Abend. Hallo zu Valheim. Ihr überzähligen Millionen und Abermillionen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Schön, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt. Der Servo ist auch wieder dabei. Moin. Moin. Mehr Motivation. Ich bin gefangen in einer Streaming-Bäckerei. Ja, und hier bleibst du auch für immer und ewig gefangen. So ungefähr. Wir haben, was heißt wir? Ich habe damit wenig zu tun, aber unser schöner, hübscher Zerbor hat umgebaut. Umgebaut? Wir haben die Karte gewechselt. Wir haben die Karte gewechselt, kann man auch sagen. Gab ein paar Probleme mit der letzten Karte und neue Mods. Aber André hat sich kreativ so sehr ausgetobt. Aber so sehr ausgetobt. Also ich kann euch das gar nicht alles erklären und zeigen. Nicht? Ich habe nicht mal ein Wohnhaus. Also so kreativ ja, aber, ist das gar nicht. Aber dafür hast du hier auf der rechten Seite eine Taverne. Und diese Taverne, da oben liegt übrigens noch Material, ne? Auf dem Dach. Ja, ja, da gehört das Material doch hin, oder nicht? Okay. Eine Taverne. Alter, Leute, shit, das, seht euch das an. Selbst ich habe das jetzt noch nicht gesehen. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Ich habe gestern nur kurz reingeschaut, wie das im Rohzustand aussah. Gestern stand hier noch nichts drin, ne? Und er hat hier einfach ein Fondue auf den Tisch geknallt. Alter, du hast ein Fondue auf den Tisch geknallt. Ja, nicht? Wie krass ist das denn? Alter, mega. Das ist der Hammer hier. Ich hab ja auch ein Schlafzimmer gebaut hier. Ein Gästezimmer. Oh. Da kannst du in der Taverne wohnen. Boah. Ja, ich bin ja nur Gast. Ich darf ja nur in der Taverne wohnen. Coole Sache. Hier ist Hugin. Ich hab einen Wächterstein. Was ist ein Wächterstein? Ja, das ist, so. Wenn du gegen andere Spieler dich schützen, damit keiner griefen kann. Fermentierer. Oh, wie cool. Ja. Wir haben Fermentierer stehen. Wir haben den Kochtopf hier. Mega krasse Sache. Und eine Kuckucksuhr. Ich glaub nicht. Wer hat eine Kuckucksuhr hier? Das ist Wahnsinn. Und ich schaff's noch nicht mal, so ein kleines, popliges Haus zu bauen. Ne? Ohne dass mir das halb auf den Kopf fällt. Und das ist Wahnsinn. Dann haben wir noch ein Lager. Wahnsinn, ja. Ein kleines. Lauf dir hinterher. Hier, ja, Lager. Das habe ich gestern auch schon gesehen. Wir haben ja gestern uns nochmal kurz geschlossen. Kurz informiert. Ja, super. Halt ein Lager, ne? Ein offenes Lager. Wir stören schön. Der zeigt jetzt auch an, was da drin ist. Jawohl, da habe ich auch eine Mod für drauf gemacht. Und wir haben einen epischen Flug, Alter. Jawohl. Was ist das? Ein Set-Teil. Magic Toll wieder Helm. Damenhöger Regen plus 5% Health Critical. Alles Drops hier. Ja, weiß ich noch nicht, was hinkommt, aber irgendwas kommt hier auch noch hin. Krasse Sache. Ja. Lass mich raten, verschieden ist das alles umsortiert? Ja, das ist alles so. Kram halt. Krasse Sache. Ja, was haben wir noch? Ja, den Workshop, ne, mit der Schmiede. Unsere Schmiedehalle. Super krasse Sache. Mein Bett. Mein Bett. Das ist Schmiede und Werkbank. Werkbank ist schon auf 4. Hier gibt es auch? Ja, sicher. Was? Zu reparieren. Hier kommt auch noch ein Lager rein, kleines. Unser einziges Portal. Wir müssen noch mal in Dungeons. Ich habe nicht genug Steine. Ja, und hier ist die Schmiede halt, die Schmelze. Schmiede auch schon auf Stufe 3. Kann ich ja mal ein Bronzeschild aufwerten. Ja, die sind gerne bedient. Barren habe ich reichlich. Ich war fleißig. Ja, meine Axt und Bild will ich auf jeden Fall aufwerten. Und was wir noch entdeckt haben, ich weiß ja nicht, ob Percy und Sexy schon da sind, ob ihr das dann nachher seht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber einige sind bestimmt aufgefallen. Ich würde gerne mit der Maus rüber hovern, aber wir haben hier gerade, doch, habe ich. Wir haben hier unten links, also bei mir ist es links, ich weiß nicht, wo es war. Haben wir ein kleines Feld. 1, 2, 3 und 4. Wahnsinn. Ist fast wie das Passwort von meinem Aktenkoffer. Da fehlt nur noch die 5 am Ende. Auf jeden Fall
hat André eine schöne kleine Mod gefunden. Und ich weiß nicht, darf die bestimmt auch mal zeigen, ne? Zeig die auch mal. Hier seht ihr das auch. Ich gehe mal auf die Fähigkeiten rauf. Hier ist noch alles leer. Alles easy, alles peasy. Wir wissen nicht, was das hier ist. Oder ihr seht das nicht, was das ist. Und wenn ich jetzt hier dieses Ding stelle, was ihr jetzt seht, dieses große, übermächtige Ding, wo ich jetzt nicht weiß, wo ich das hinstellen soll. Jetzt einfach mal hier unten. Platz, das. Hier sieht man das. Nein, auch nicht. André, der Altar ist zu groß. Ja, den wollte ich ja später mit in den Portalraum bauen. Ja, ich guck mal, dass ich den erstmal irgendwo hingestellt kriege. Der ist zu groß. Wenn man den auch ordentlich schön sieht. Einfach zwischen die Steine, da ist eigentlich eine flache Fläche. Oh, ist hier gut. Wir haben hier ein Altar. War mega geil. Ja. Altar, krasse Action. Da können wir zur Klasse auswählen. Wir haben jetzt einzelne Klassen in Valheim. Hat André brav gemacht. André hat echt super recherchiert. Da hing den halben Tag auf der Arbeit am Smartphone und hat gedacht, welche Mods können wir da noch mit reinschmeißen? Ich habe so fast alles reingeschmissen, was geht. Mehr geht, jetzt weiß ich nicht mehr, was, weil mehr geht nicht, war so langsam, ist an der Grenze. Okay, fangen wir an. Wir haben eine Ninja-Klasse. Wir haben auch Level, also alles ist alles Level 0, weil wir uns hier damit noch nicht wirklich beschäftigt haben. Das wollen wir doch machen. Natürlich verschiedene Klassen. Also wir haben hier eine Ninja-Klasse, eine Magier-Klasse, Bogenschützen, also Archer, Berserker-Klasse, ein Rogue, Schurken-Klasse, ein Warlock, Kriegerklasse, Monk, Paladin, Druide, Schamane und Todesritter. Death Knight. Also die Klassen gibt es. Haben wir uns noch nicht mit beschäftigt. Werden wir aber machen und dann werden wir euch auf jeden Fall, denke ich mal, darüber laufen halten, was der Mods auf sich hat. Das war nur mal so zum Verständnis. In den Himmel gucken. Ja, unsere Dungeons respawnen jetzt auch. Dungeons? Jawohl, allerdings dauert das 24 Stunden Echtzeit. Jawohl. Also in-game Echtzeit, ne? Also wir müssen die Zeit in-game verbracht haben, damit die Instanzen respawnen. Okay, gut. Aber bevor wir in irgendwelche Dungeons reingehen, muss ich meine Waffen, zumindest meine Waffen einmal. Ein Schild, dass sie nicht so gut gehen. Waren ja, da ist Lager. Im Lager. Da steht Barren über der Kiste. Okay, da muss ich mal an. Dürfte eigentlich einiges drin sein. Wir haben spawnen auch NPCs, ne? Erschreck dich nicht. Auch NPC-Dörfer. PC-Dörfer! Die allerdings nicht wirklich toll aussehen, aber das ist ja egal. Holz! Denk da, wenn du B drückst, hast du noch einen Rucksack jetzt, ne? Ja, stimmt. Mega gut. Wir haben einen Rucksack. Endlich haben wir echt was haben wollen. Mehr Inventar. Und der Tag dauert jetzt doppelt so lang. Also die Zeit vergeht jetzt nur noch halb so langsam oder halb so schnell, wie auch immer. Halb so langsam, halb so schnell? Ja, kannst du ja aussuchen. So. Können wir ohne Mutes losgehen und können uns Aufgaben widmen. Wo hast du denn? Muss ja alles da sein. Ja, lieber.
Denn ich guck. Ja, muss alles noch in die Küche verteilt werden und alles hatte ich noch nicht die Lust zu. Ich auch. Ich baue lieber statt. Ja, ich weiß es. Statt den ganzen Kram einzusortieren. Da war schon Überwirrung, dass, Überwindung, den Scheiß hier aber allein zu sortieren. Das hat kein MI-System, ne? Ja, leider nicht. Wir brauchen ein MI. Gibt wohl eine Autosort-Mod, aber ja, ich traue den Dingern nie. Wer weiß, wo nachher die Sachen alle hin verschwinden. Wir brauchen auf jeden Fall. Ach, gut. Ich werde mal ein bisschen Abischewak koche gehen. Rezepte kenne ich ja auch. Gäsedel? Oh. Fisch ein Topf und Karotten. Blaubeeren. Ein bisschen hörisch. Wie funktioniert eigentlich die Fermentierer? Das ist eine sehr originelle. Ich kann es hier in. So gerne ich das auch wollen würde. Wie brauchte man den Fermentierer eigentlich? Irgendwas musste man fermentieren, ne? Ja, irgendwas. Sogar da brauchen wir vielleicht für Metherstellung oder so. Ey, großer, starker Krieger. Was brauchen wir? Wir haben Met. Ich habe Karottensuppe und Hirschtopf. Nämlich einen Karotteneintopf. Karotteneintopf. Ne, ich hätte gerne Hackfleischsuppe. Hackfleischsuppe. Und Met. Mischung, gesund. Ja, da habe ich nichts. Wow. Muss ich jetzt noch Honig holen und Himbeeren. Ja, kommt alles noch hier rein in die Küche. Ich freue mich schon, wenn wir Steinmetztisch und alles haben und ich richtige Bauten bauen kann. Dann brauche ich mal ein neues Lager. Neues Lager? Also wo wir ein Gebirge haben, hier weiß ich. Okay. Ja, aber ich habe aber weder den Händler gefunden, den müssen wir noch suchen. Ah. Und noch ein Sumpfland. Aber ich habe ja ein Boot, habe ich schon an der Küste. Super. Was noch fehlt, sind vielleicht noch so ein paar Baumods. Ich habe keine guten mehr gefunden, die funktionieren. So Dekokram und so. Aber ein bisschen was habe ich ja schon. Ja, ich finde das super. Auch mit den Leuchten hier, die überall sind. Und ja, ich habe die weißen Leuchten aus dem Gasthaus rausgenommen, weil die sind mir zu hell. Die sind dir zu hell? Für draußen ist das. Ja, ich mag da lieber so diese Feuer, dieses feurige Licht. Okay. So ein warmes Licht, nicht so. Du siehst ja hier, da sind ja noch, hier hängen ja noch zwei hier hinten. Das ist einfach nur kaltes LED-Licht. Das ist voll langweilig. Ich mag das kalte LED-Licht. Nee, ich mag es ein bisschen wärmer, auch wenn ich die Scheiße mal nachfüllen muss. Nachfüllen? Ja, die anderen hier. Nee, die Mod-Lampen nicht. Deswegen stehen die ja draußen, weil da muss ich ständig dann Licht reinpumpen. Lieblich. Ja, komm vor. Oh, Honig fertig. Super. Gib mir deinen Honig, ich will ihn haben. Aha. Brauchst du noch Honig? Nee, habe ich jetzt gerade geholt. Ich hole mal den ganzen Food rüber. Ich bin ja mal so. Mach jetzt gerade ein bisschen Backfood fertig hier. Mit einem Hirscheintopf und Karottensuppe. Fleisch roh. Fleisch gebraten. Oh, warte, ich mein Inventar ist voll. Muss ein bisschen mit dem Rucksack packen. Schon wieder ein paar Kisten frei. Ich seh von hier aus nicht mal die Taverne, ey. So niedlich ist das. Ja. Ich brauche gleich noch Karotten. So, die Crates hier, die sind auch Kisten, da kann man auch Sachen reinziehen. Hast du denn, hat er noch Löwenzahn? Ja, bei Pflanzen und Samen.
Dann müssen die Pflanzen auch hier rein. Unsere Mähzuppen kommen nämlich immer Löwens. Ganz. Ja. Löwenzahn. Haben wir nicht so viel, ne? Keine Ahnung, guck mal nach da. Ich hab alles jetzt in die beiden Creates links von dir. Ja, habe ich schon gesehen. Karotten sind gleich leer. Aber das macht nichts. Und draußen sind noch welche. Ich weiß nicht, irgendwie soll man Samen aus den Karotten machen können. Also aus einer Karotte sollen 3 Samen werden, aber ich keine Ahnung wie. Okay. Ich habe bisher alle Karotten, die ich gepflanzt habe, habe ich alle selber aufgesammelt. Neben der Taverne ist auch noch ein Karottenfeld. Aber die sind noch nicht so weit. Müssen es nicht alle. Die wachsen noch. Ah. So, André. In die Kiste reingucken. Dann gekochtes Hirschfleisch und Karottensuppe drinne. Super Barfood. Bei Beatmischung gesund, die Gesundheit herstellen über. Also. Muss fermentiert werden. Was? Peter, muss fermentiert werden. Ah, das muss fermentiert werden. Ah. Ist das jetzt alles für mich oder ist das alles, was hergestellt ist? Nee, das ist für dich. Also ich habe für mich auch hergestellt. Ich hab, du hast keine Gegenstände, die verarbeitet werden. Habe ich doch. Nee, du musst sie über eine Zahl oder so da reinschmeißen. Die sind aber weg. Die sind weg. Nee, die hatte ich im Rucksack. Na, du Depp. Bin noch nie dran gewöhnt, dass ich einen Rucksack habe. Ja, aber ich habe versucht, alles mit dem größeren Inventar, das hat bei mir nie funktioniert. Immer gab Fehler. Dann habe ich den Rucksack genommen. Haha, guck mal, da wird was zementiert, André. Ja, ich guck gleich mal. Was ist das hier? So, bis das fertig ist, das dauert wahrscheinlich. Aber so. Ach, hast jetzt beide Dinger gefüllt? Ja, geht ja nur, wenn ich zwei habe. Achso, kannst nur einen reintun? Das ist ja traurig. Ja, richtig. Metmischung gesund. Fermentierung. Ja, da muss ich noch eine Brauerei bauen, wa? Das ist ja nur unser Anfängerdörfchen. Aber keine Wohnhäuser. Penn im Workshop, Alter. Ich penne in der Taverne. Ja, das ist ja gut, das ist ja ein Gastzimmer, ne? Ach so, ja, stimmt, das ist ein Gastraum. Ne, ein Gastraum, aber ich penne auch draußen in der Scheune. Aber die Preise, die er nimmt, Neps, das ist ja Wahnsinn. Für dich ist Freundschaftspreis, ja? Ja, weiß ich. Nur 100 Gold die Nacht. Ja. Nur mit Dekorieren habe ich es nicht so. Das ist halt das Beste, was ich hingekriegt habe. Das ist doch super. Also das ist besser als meine Kuppelhütte, die ich bisher gemacht habe. Ach so, Schande. Auch Vergiftung. Du stehst dann zu nah dran. Ja, kann ich wohl auch. Und sollst das ja auch nicht einatmen. Nicht? Ja, bei 3 Feuern wird schon ganz schön viel Rauch produziert. Ich bin froh, wenn wir das andere Feuer können, das man auch in den Hütten stellen kann.
und nicht nur da nach draußen auf dem Boden. Hier gibt es noch ein anderes Feuer? Ja, sicher. Das ist ja jetzt doch nur ein Lagerfeuer. Man kann ja später richtige Feuerdinger bauen. Braucht man Steinmetztisch für halt, ne? So. Deswegen sage ich ja, ich bin froh, wenn es mal endlich hier in den nächsten Bereich geht. Ja. So, die ersten beiden Bosse habe ich gelegt. Wir müssen jetzt in den Sumpf. Und dafür brauchen wir den Schlüssel. Ah, dafür brauchen wir den Schlüssel. Meinen Schlüssel habe ich in der Schatzkiste. Ich hoffe, du hast deinen Schlüssel von deinem Server mitgenommen. Nein. Egal, ich glaube, ein Schlüssel reicht. Packe ich mal im Rucksack. Hier irgendwie was zum Krypten öffnen, glaube ich, war das. Für mehr, keine Ahnung. Okay. So. Dann haben wir jetzt erstmal Druckwaffe, Tierwaffe da, Fermentierwaffe. Dauert wahrscheinlich eine Weile, bis er wieder fährt. Na, dann können wir hier vorne mal noch so ein Billig-Dungeon abkramen. Wir brauchen noch unbedingt die. Warte, ich mach noch mal die Steine. Jetzt hacken wir. Mal bevor wir den Händler suchen gehen, sollten wir alles noch für ein Portal mitnehmen. Ja. Gut, wenn ich mir hier noch mal ein bisschen Buffut rein. So. So eine schöne Tabelle. Okay. Der strammer Krieger. Da fehlt noch eine Tür in der Taverne. Strammer Krieger. Meinst du? Ich? Eine offene Taverne. Nun, gehen Sie voran, ich folge. Bogen. Ah, ich habe noch nicht mal einen Bogen. Das ist kein Bogen. Hin. Er ist wahrscheinlich auf dem Server gelassen. Ah, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich noch in meiner Häuserkiste. Ah. Muss dir wohl einen neuen schmieden, dann sind wir noch länger hier. Hättest du alles vor der Aufnahme machen können. Ja, das weißt du, wusste ich doch nicht. Ich habe doch weiter gar nicht geguckt hier. Holz, Kernhaus, Hirsch, Hirschfett. Hey. Ist doof. Warte. Ich habe hier gerade ein paar Dinge abgebaut, weil ich dachte, da passt hier irgendwo hin, aber irgendwie blockiert das alles. Doch, jetzt. Boah, steht der Block nicht mehr so im Weg. So, jetzt können wir los. Starker Krieger. Können marschieren in den Krieg. Kampf, um Odin stolz zu machen. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Das ist die Kammer daneben. Die andere Kammer ist leer. Okay. Die war auch einfach. Ich wollte in die Kammer auch noch rein, aber die war so riesig. Alles gut. Mir diese Büsche im Weg. Genau, gibt's ganz schön viel Löwenzahn. Ich habe mich meist nur aufs Holz beschränkt. Ich habe halt viel Holz gebraucht. Ich habe halt nur gebaut. Nicht großartig erkundet oder Lager gefüllt. Ja. Ich weiß natürlich nichts, wo ich schon überall hier war, aber anscheinend war ich hier gar nicht. Ich habe den falschen Dungeon ausgesucht. Egal. Hier ist Sackgasse.
Wir brauchen halt diese roten Steine. Ja. Wir müssen auf jeden Fall alles für ein Portal mitnehmen. Sackgasse. Meine Güte. Eine kleine Höhle hier. Sackgasse. Oh, Skelette. Oh, ein großer Raum. Ein Skelett. Über ein Skelett. Boah! Also wie erschreckt von hinten kommen auch noch Skelette. Ey, du Lümmel. Kommt ihr her? Ist hier ein Spawner? Nächste Sackgasse. Boah. Kam die von hier? Hier kamen sie, die Lümmel. Hier geht's runter in eine Sackgasse. Hm. Das ist eine Sackgassen in hier. Hier geht's auch noch runter. Da. Geist. Ach, du grüne Neune. Ich glaube, der hat dich schon erschnüffelt. Auch. Gehen wir erstmal geradeaus. Ja, ich, das ist doof. Man sieht nicht, wann die angreifen. Nee, das sieht man nicht. Man muss so schätzen. Ich schätze mal, das ist falsch gewesen. Sackgasse. Sackgasse. Also runter. Ja. Also hier sind auch zwei Wege, links oder bei dir? Er ist hier. Guck mal, hier, hier ist Sacker. Pilze. Warte, hier ist eine Tür. In eine, nee, andere Tür. Hinter dieser Tür? Eine Sackgasse. Okay. Du fragst Dinge. Natürlich. Oh, Bett von vorne. Da reingucken? Rechts. Bestimmt eine Sackgasse, sag ich doch. Hinten ist frei. Oh, hier ist ein Spawner. Oh Gott. Da musst du ein Stück weiter rein, damit ich auch rein kann. Ich muss erstmal die vier Skelette kalt machen, die ja gleich links neben der Tür waren. Ah, hier sind die roten Teilchen, ja, die wir suchen. Sehr gut. Kiste rein. Oh, eine Magic Bronze. Weltless und Durability. Ah, sehr gut. Pack ein oder auch nicht. Pack das ein. Bronze. Und ein Magic Feuerstein. Wo kommen die denn jetzt alle her? Noch ein Spawner irgendwo. Rechts. Und hier rein noch. Hier ist noch ein Spawner, André! Ich bin auf dem Weg, ich bin in deiner Nähe. Und da sind auch noch mehr rote Dinge. Ah, guck mal. Gold, das. Magic. Das. Ja, jetzt dürfen wir wohl genug für ein Portal haben, aber lass das restliche Ini auch noch. Lass mal gucken. Ja, ne, hier waren wir gerade. Ist natürlich da zurück und dann rechts. Das ist bestimmt auch noch ein Spawner. Oh, die Tür ist weg. Wir müssen ja von irgendwo kommen. Oh, ist eine Kiste. Oh mein Gott, da ist nie alles drin. Das wäre wieder was für dich, so viel. Das Zeug. Umhang. Sackgasse hier hinten.
da. Und wo kamen denn jetzt immer die ganzen Skelette? Sehr verrückt. Waren wir hier schon? Ja, hier kommen wir, glaube ich, her, ne? Ja, genau, da war die Sackgasse. Auch eine Sackgasse. Da geht's ja nur noch hoch wieder. Dann geht's wieder hoch, ja. Ja. Geradeaus noch. Da waren wir, glaube ich, schon. Ne, ganz geradeaus hier durch. Kannst ja gucken. Da hier ist rechts noch eine Tür. Meine Güte, wie viele Pilze. Ich habe schon 37 Stück. Da ist noch ein Kern. Noch ein bisschen Pilze. Und das war's. Das Dungeon ist leer. Ah. Ja, sehr gut. War ja doch einfacher als gedacht. Ja, stimmt. Ne, hier kommen wir. Hier ist falsch. Wo geht's jetzt wieder raus? Hier. Ja. Verlassen! Das war aber ein schneller Dungeon. Aber was will man erwarten? Bei so mächtigen Kriegern wie wir. Ja, mittlerweile sind wir wirklich voll krass. Werden immer besser. Wir können ja hier vorne, da ist ein Trollcave. Mal gucken, meinst du, wir schaffen den? Gut, probieren wir. Oh, Stufe 1 Hirsch! Stufe 1 Hirsch! Oh, weg ist er. Und er ist weg. Erwischt? Das ist schar. Profi-Jäger. Boah, 4 Leder und 4 Fleisch, ey. Was? Ja, meine Tierzucht habe ich aufgelöst. Das ist bad. Warum hast du die Tierzucht? Ja, irgendwie waren wir die im Weg. Ja, ist toll. Guck mal, da unten ist auch ein Spawner vor der Trollhülle. Ah, guck mal. Können wir erledigen, dann können wir ja nochmal den Boss machen, weil die droppt ja immer diese komischen alten. Ja, in der Luft geblockt, mein Freund. Ich geh mal zum Schamanen. Ich komme ja nicht um den ums Nest. Alter, sonst Schaman ist ja auch nichts mehr, ne? 2 Schläge. Ja, wenn man die Waffen aufwertet. Was, jetzt brauchen wir nur noch mal Magic-Waffen. Also richtige Magic-Waffen. Da ist ja, glaube ich, so Endgame dann. Nächstes jetzt Sumpf. Sumpf wird, glaube ich, schwieriger. Ja, lass uns mal gucken nach dem Troll. Wir wollen ja mal gucken, ob wir den Troll. Ja, der ist doch hier die Höhle. Feuerpfeile einmal ausrücken. Gucken wir mal. Kein Troll da. Was ist denn hier los? Wie, kein Troll da? Kein Troll da. Wow, jetzt wollen wir mal einen Troll machen und es ist kein Troll da. Da liegt aber eine Bernsteinperle. Rubine. Muss man echt ganz nah am Boden gucken. Hier liegen ab und zu Dinge rum. Aber kein Gold. Was ist denn für eine Höhle? Gut, das kann sein, dass das der Troll ist, den der mir beim Weg gelaufen ist. Da ist noch Rubin. Könnt ihr uns einen altbewährten Trick machen, André? Na, Feuerpfeile einfach. Ja, aber die Feuerpfeile kosten. Guck mal, da liegt auch noch ein Rubin. Du könntest auch einfach die Fackel in die Hand nehmen. Ja, habe ich jetzt nicht. Du hast doch schon 3 extra Slots zum Belegen. Ja. Da habe ich die Fackel drin, die habe ich auf Z liegen. Ne? Ah. Muss ich noch machen? Ja, noch ein Trollcave sehe ich gerade nicht. Hier ist auch nur noch ein Kupfervorkommen, das andere habe ich schon alle weggeholzt. Okay. Da ist noch eins. Ansonsten hier auf der Seite habe ich schon echt viel weggeholt. Tin habe ich auch jede Menge gesammelt. Ja, dann haben wir die Zeit einfach. Mal zurück, Tasche. Farm ist jetzt auch ganz einfach. Ich habe Weinmein drauf gemacht. Weinmein? Ja, kannst ja mal ausprobieren. Ist wie bei Minecraft, wenn du jetzt die Alt-Taste gedrückt hältst beim Abbauen, baut er so viel ab, wie deine Haltbarkeit hergibt. Ah, so. Das ist ja ganz schlauer Wikinger. Ja, aber da kommt so viel Material raus, da musst du dann 2-3 Mal hin und her laufen, um alles einzusammeln. Glaube ich. Ich habe jetzt keinen Karren mit, sonst letztes Mal habe ich den Karren mitgenommen. Macht Sinn bei solchen Mengen dann nachher, ne? Aber kannst ja mal ausprobieren.
Weil ist echt schwer. Hier ist Kupfer. Mit Alt-Taste, sagst du? Alt-Taste gedrückt halten und dann ganz normal abbauen. Oh, und leckt. Oh, das kannst du vorkommen. Oh. Hat er bei mir im Singleplayer nicht so dramatisch, aber ist okay. Ja, jetzt ich haben wir jetzt den Draht. Ich hab jetzt einen ganzen Stack Kupfer. Ja, ich muss den ganzen Stein schmeiß ich raus. Angriff! Ich verteidige dich! Den haben sie auch gehört, den Angriff. Wenn du Sachen in die Rucksack packst, dann verleichtert das dich. Im Rucksack kostet alles nur halb so schwer. Cool. Also schmeiß mal die Steine raus und pack alles andere in den Rucksack, dann kannst du die restlichen... Ich glaube, ich habe einen Kupfer jetzt. Ne, hier liegt noch ein bisschen. Ein Stein. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Stacks Kupfer. Ich habe 2, 1 Stack Kupfer. Ich habe Stein auf die Z-Tasten. Da. Ja, weil die Tasten noch frei waren. Kupfer, ey. 1,5 Stacks Kupfer habe ich. Oh, warte, ich bin ein bisschen zu schwer. Ich habe jetzt noch mal Kupfer gefunden. Hast du noch ein bisschen Platz? Ja, habe ich. Kannst du das noch tragen? Ja. Ja gut, das haben wir alles Kupfer mitgenommen. Krass, es liegen hier nur Steine rum. Krasse Sache. Krass. Boah, das wird jetzt aber geleckt. Ich kann noch mal ein paar Steine mitnehmen. Also, weil ja, bis Inventar voll ist, ne? Ich nehme. Ja. Und das mit, was ich jetzt tragen kann. Das ist wirklich viel, was man inzwischen tragen kann. Ja, dank dem Rucksack, der halbiert das Gewicht dann, was im Rucksack ist. Bleib mal stehen. Das ist lecker. Ich hab nochmal Kupfer. Ich immer mal so ein kurzen Ruckler hier. Komm. Ja, dir ist was, André. Dann soll versuchen, mich einzuholen. Deine Schmeißer. Da ist er wieder, André. Links von uns ist er wieder. Der Spanner. Der Spanner ist wieder da. Nicht lustig, du Spanner. Auch nicht. Oh, der läuft aber gerade gar nicht flüssig. Nicht? Nee, warte, ich muss mal gucken. Es läuft nicht gut. Nee, das zeigt aber keine Fehler an. Hat er noch was an im Hintergrund? Eigentlich nicht. Ich habe nur Twitch auf. Oh, das läuft gerade gar nicht. Vor allem, wenn ich ins Dorf gucke, da muss irgendwas im Dorf sein. Wenn ich vom Dorf weggucke, ist das nicht. Aha. Ach du Scheiße, irgendwo muss hier... wenn ich von dem Dorf weggucke, ist da das du, nicht... Da musst du rückwärts laufen. Ja, bringt ja nichts, ich laufe ja drauf zu. Aber was könnte das jetzt sein? Das war die ganze Zeit, ne? Das ist erst jetzt im Multiplayer. Ist da irgendwas, was Multiplayer nicht ordentlich ist? Möglich. Ist da irgendwas im Dorf? Liegen da Items rum oder so? Nee. Bau mal die Laternen ab. Ja, mache ich. Aber mach erst deine Taschen leer. Ist das vielleicht der Fermentierer oder was? Weil vorher lief es immer. Ich hatte nie Schwierigkeiten. Das kann sein, dass es auch der Fermentierer ist.
kann mich nur ganz langsam vorwärts bewegen. Ist ja vielleicht das volle Inventar? Ich habe keine Ahnung. Kann natürlich auch sein, dass das volle Inventar einfach ist. Skill plus 4, ja, cool. Wo hast du ihn und sowas drin? Ja, bei den Schätzen, aber okay. Wie gesagt, du musst jetzt mal hier die Lampen abbauen. Sortier doch einfach gerade mal irgendwo rein. Ist jetzt völlig egal. Ja, ich hol. Das mit einem Hammer, ja, ne? Ah, scheint aber nicht daran zu liegen. Ich? Nö. Ich habe mich auch gewundert, die haben die ganze Zeit funktioniert. Jetzt erstmal. Den Fermentierern hin. Er zeigt mir auch keine Fühler an. So, Fermentierer sind fertig. Jetzt besser? Nein. Vielleicht liegt das an mir. Ich höre dich. Irgendwas muss hier Fehler verursachen. Obwohl keine Fehler angezeigt werden. Das hätte aber mich wundern. Jetzt mach doch nicht noch weiter, lock doch mal eben aus. Ja, ich. Och, sollst du nur mal eben ausloggen und kommst du gleich wieder rein. Ja. Ausloggen. Jetzt sehen Sie. Naja, habe ich immer noch. Ich glaube auch nicht an dir. Dann startet du doch mal neu. Einfach mal. Ja, mach ich doch. Achso. Passwort, Passwort ist bla 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 bla. 1, bla bla. 3, 4 und 5. Dann packe ich das alles auf den Server, aber da weiß ich nicht, wie er mit Mods läuft. Wahrscheinlich nur so mittelgut. Am Laggen auf einmal. Ganz Zeit war nix. Ich habe schon etliche Stunden gespielt hier. Ist immer noch. Okay. Muss ich wohl mal ganz neu starten. Ach, da, oh, da ist, glaube ich, an der Taverne irgendwas. Irgendeine Deko. Wahrscheinlich von irgendeiner Mod. Wäre schade. Der ganze Deko-Kram weg. Das wäre sehr schade, weil das eigentlich sehr hübsch aussieht. Ja, aber mich wundert es, weil normalerweise zeigt er ja dann rote Fehlermeldungen an, wenn was nicht richtig läuft. Aber es ist alles weiß, nichts rot, nichts gelb, gar nichts, alles.
Sonst ist da nämlich irgendwas, was irgendwas die ganze Zeit den beansprucht, damit das am Lenken ist. Mann, bei den ganzen Mods dauert das zu starten, aber ganz schön lange mittlerweile. Ja, das ist der Nachteil, wenn man immer so viele Mods hat. Dauert alles immer. Ja, alles. So viele Mods sind das gar nicht. Nee, wie viele? 30? 20? 25? Oho, reicht doch schon. So ist das. Und diese WWchen. So. Jetzt geht's wieder. Ja. Ich weiß also nicht, was das war. Verrückt. Absolut verrückt. Vielleicht liegt das an den Crates, dass die Kisten nicht richtig funktionieren. Hat ja Modkisten sind, ich habe keine Ahnung. Na gut, das läuft jetzt wieder. Ja. Na gut. Verbogen wir einfach mal unter Pech gehabt. Ja, und da, ja, passiert. Ne? Aber wir haben köstlichen, hervorragenden Wikinger-Med. Sehr gut. Jetzt kannst du auch in die Taverne kommen und kannst Med verlangen. Kann Med verlangen? Jetzt kannst du Med verlangen. Das habe ich auch mit. Oben. Das ist jetzt nur 6. Der restliche Miet braucht noch. Aber ich will ungesunden Miet. Ungesunden? Ungesunden Miet habe ich bei mir zu Hause. Ich glaube, ich muss mir da gleich erstmal mein Horn schnappen. Mein Trinkhorn schnappen und dann erstmal einen köstlichen Miet trinken. Ja, ich habe wirklich ein Trinkhorn zu Hause. Es ist nicht nur so dahergesagt. Ja, ne, ich glaub's ja. Sogar mit Gürtelschlaufe. Ich kann dieses Trinkhorn sogar an meinen Gürtel machen. Ich werde mich hier, aber der Gürtel ist nicht groß genug. Warum? Natürlich. Och, der war schon dran. Zum Testen. Ja, wann? Vor 10 Jahren, wo du noch 40 Kilo weniger hattest? Nein, und das waren keine 40. War nur 30 Kilo weniger. Das ist wirklich verrückt. Ich habe wirklich vor ungefähr 15 Jahren noch wirklich knappe 30 Kilo weniger gewogen. Das ist der Hammer. Ich hatte damals, wo ich meine Ausbildung angefangen habe, war ich so bei 75, 80 Kilo. Ja, jetzt ist das schon dreistellig. Schon echt Hammer. Vielleicht sollte ich doch mal einen Miet weniger trinken. Ja,
Gerade kein schönes Licht. Ich muss erst gucken, woran das lag. Ja, keine Ahnung, ob wir lossegeln wollen. Ah ne, wir brauchen noch alles für ein Portal. Was braucht man für ein Portal nochmal? Augen, Edelholz und Sublingkern. Genau, Grauzweig. Drei Stück. 20 Edelholz und zwei Kerne. Und eine Werkbank. Das haben wir. Edelholz haben wir hier. 20 Sachen. Ja, 20 Edelholz. 20 Edelholz und diese Augen, ne? 10 Stück. Ja, genau. Die sind hier. Miete in der End. Fertig. So, falls wir jetzt den Händler finden. Oder ein Sumpf, ja, den wir zuerst kommt. Ja, eins von beiden finden wir schon. Man packt ja schon mal ein paar Goldmünzen ein, falls du was kaufen kannst. Naja, ich glaube, dafür haben wir nicht genug Gold. Oh. Da habe ich noch zu wenig gemacht. Hm. Haben mich ja nur mit Holz begnügt. Wir haben 139 Holz. Goldmünzen, dafür kriegen wir nichts. Holzi, Holz. Nee, da müssen wir da bauen diesmal. Warum kann man aus Valheim nicht so ein richtig schönes, krasses, geiles MMO? So kannst du ja. Man kann es ja mit anderen spielen, aber das Problem ist, wenn einmal alles leer gefarmt ist, ist es weg. Ah. Ich meine, so ähnlich wie damals Life is Your Own. Nee, Life is Feudal hieß es. Ne? Life is Feudal. Ja, dafür gibt's ja, da gab es ja dieses andere Mittelalterspiel, das aber halt von Steam entfernt wurde, weil die den Code von Ark geklaut haben. Ah. Oh, aber Life is Feudal war doch auch eigentlich. Bisschen langatmig, ein bisschen sehr langatmig, muss man ja sagen. Ich will jetzt noch, dass der Miet fertig wird. Sag mal, was klopfst du da unten gegen meine Bude? Bist du doof oder was? Haut der Grauzwerg hier einfach auf unseren Dock rum. Aber läuft das Life is Feudal MMO haben die ja raus hier abgeschafft jetzt, ne? Das gibt's ja. Ja jetzt nicht mehr. Da war ja auch eine Frechheit. War ja noch schlechter als das Life is Feudal selber. Ja, das stimmt. Ich muss gern zum Hafen kommen. Ich wollte eigentlich noch warten, bis der Miet fertig ist, aber das dauert echt lange. Dann gehe ich nochmal meine Sachen reparieren und dann komme ich zum Hafen runter. Dann werde ich euch zeigen. Diesen schönen Hafen. Ja, hier muss noch ein Gebäude hin. Das ist ja jetzt nur die Anlegestelle. Hier muss noch ein Hafengebäude hin. Ein kleines, noch mal ein kleines Lagerhaus. Da muss alles Mögliche hin. Der Hirsch. Ja, der ist immer ein Hirsch da an der Stelle. Warum auch immer. Der Spawnpunkt wahrscheinlich. Hier sehen Sie, Damen und Herren, die Hafengebäude. Mit ja, einem. Ist ja nur eins. Mit Boot und Kiste. Soll ich fahren? Ja, bitte. Mach nur Ketter nur wieder. Ja, na, Hocker, benutzen. Kannst du ja auch am Stamm festhalten in der Mitte. Geht er auch? Ja, sicher, steh doch auf und guck mal. Ja, das ist doch Wikinger-like oder was? Oh. und jetzt so wie es mit dem bei den alten Wikingern war früher, müssen wir uns jetzt eine dann großartige Kriegergeschichte erzählen. Zum Beispiel die Geschichte, wie ich eigenhändig die Ohren des Fenriers rausgerissen habe. Es war eine Schlacht vom epischen Ausmaße, einer der Odins würdig gewesen wäre. Wäre dann nicht von hinten dieser verdammte Loki gekommen und hätte mich erstochen. Also den Sterben tust du ja anscheinend öfters. Leider ja. Aber das war Lokis Schuld, ganz allein. Loki, der vermaledeite. Ah, von hinten. Anderer kann es ja nicht gewesen sein. Mein bester Freund, mit dem ich ja unterwegs war, um Fenrir zu töten. Der würde nie sowas machen und mir von hinten in die Rücken stechen.
Wer weiß. Kommt auf den Freund an. Zum Beispiel so einer, der einen No Way Out einfach so erschießt. Ja, das gehörte zur Story, ja? Ja, natürlich. Gehörte zur Story. In welcher Story zwingt man ein, jemanden, seinen besten Kumpel, zu erschießen, mit dem man so viel geteilt hat und Gefängnisausbruch und hier und so viel einfach zu einem verbunden hat? In jedem billigen Hollywood-Klischee. Mann! Wir kommen kaum auf Geschwindigkeit, aber genau da, wo wir hinwollen, ist Flaute. Obwohl, da sieht aus wie eine Küste. Als wenn da nur so eine Was machst du jetzt? Da lang fahren. Da haben wir wenigstens Rückenwind. Nein, haben wir nicht. Haben wir Rückenwind? Nein, haben wir doch nicht. Der Wind kommt doch von hinter uns. Oder von hinter uns? Der kommt von hinter uns. Ja, vorne kommt der Insel. Wollen wir da links vorbei? Ne, links scheint nur so eine Meerenge zu sein. Gut, ich könnte versuchen, durch den Fluss zu fahren, der da ist, aber... Los. Ja, ich war da schon mal. Da ist der Weg zum Uralten. Der Uralte ist da. Ich ping mal. Okay. Wie denn, ist alles miteinander verbunden, da kann man wunderbar hinlaufen. Ja, brauchen wir jetzt ja nur noch einen Sumpf. Genau, wir suchen jetzt einen Sumpf und den Händler. Gucken, ob wir zuerst finden. Ich würde sagen, den Sumpf. Da müssen wir eine Sumpfbasis bauen. Da müssen wir so typisch sumpfmäßig die Hütte nach oben legen. So. Und ganz hohe Stelzen ran und ja, auf so Leiter Stelzen. Hoch und... So eine schöne, sternklare Nacht. Und perfekt ich sehe zum ja nicht, Segeln. Und ich sehe ja nicht den großen Wagen. Ich kann nichts erkennen. Wenn du den Nordstern siehst, dass du weißt, wo wir hin müssen. Weiß ich nicht. Was ist denn der Nordstern? Wo ist denn Norden? Ja, müsste doch eigentlich geben, oder? Hinter uns. Das hat gerumst. Nein, ich bin aus Versehen vom... Achtung! Oh, ich habe auch so sehen Dings gedrückt, aber E, damit er aufsteht. Oh, was? Und dann hatte ich keine Steuer mehr. Oh! Oh! Er hat auch so sehen E gedrückt. Nee, der Walheim kommt. Walheim, Walheim, Walheim kommt. Ja, jetzt überlegt noch, ob ich die Raft-Mod drauf mache. Da kannst du deine eigenen Boote bauen, so, weißt du, so wie in Ark. Ja, natürlich. Dann kannst du dann so. Auch die Kanonen-Mod drauf, ne? Dann kannst du so eine Schießfestung bauen. Ja, super. Die Küste langfahren. Super. Und dann kommt eine Seeschlange und die macht uns dann ab. Mehr weg. Krieg mit der Seeschlange. Apropos so. Seeschlange, es gibt eine Riesenschildkröte. Eine Riesenschildkröte? Ja, die taucht ab und zu auf. Da kann man dann Chitin sammeln. Ach was. Guck mal, Tag 32 schon. So viele Tage bin ich schon hier. Und das bei doppelter Tageslänge. Das sind also eigentlich 64. Eieiei. Da kann man Chitin sammeln? Dann kann man Chitin sammeln, ja. Aber die taucht wieder ab, deswegen musst du aufpassen. Oh, da ist doch eine Gold Cave gewesen. Das heißt, du musst immer mit dem Boot ranfahren und immer dein Boot in der Nähe haben. Ja. Schwimmende Schildkröte, schwimmende Insel. Coole Sache. Hab ich es ja nur bei anderen gesehen, ich selber noch nicht. Aber ich habe schon die Seeschlange gefunden. Irgendwo am Grund liegt schon ein Boot. Mit meiner Ausrüstung. Ich habe noch nicht eine gefunden. Noch nicht einmal eine ja, gesehen. Ja, ich kann ja aussteigen, ich gehe an Land, dann fahr einfach mal auf den Ozean mit der Schaluppe hier. Das wird nicht lange dauern, bis sie kommt. Aber es scheint an der Küste auch nichts zu sein. Kein Händler hier. Da hat ein Troll an der Küste. Troll? Ja, stimmt. Jetzt sehe ich ihn auch. Da ist ja nicht ein schöner Sonnenaufgang. Links von uns ist Spawner. Tatsächlich, da ist ein Spawner. Aber wie gesagt, da ist der Uralte. Nicht weit von hier. Habe ich auch zwei Versuche für gebaut. Ach, wir haben Gegenwind. Kein Wunder, die vorangeht.
Boah, den Felsen habe ich aber nicht gesehen, Junge. Was ist denn für ein Ausguck? Ich habe den auch nicht gesehen. Ein Felsen? Für mich sieht das hier alles nur nach blauer Matsche aus. Matschepampe. Ach komm, also für ein Videospiel ist das Wasser gar nicht so schlecht. Das stimmt allerdings. Also ich hatte schon deutlich schlechteres. Das stimmt, da haben wir jetzt schon deutlich schlechteres Wasser gesehen. Empyreon. Nein, das schlechteste Wasser, was wir, glaube ich, jemals hatten. Aber Empyreon hat neues Wasser. Oh, cool. Ich glaube, eins mit dem schlechtesten Wasser, die wir, glaube ich, hatten, war in New World. Da gab es Wasser? Da gab es Wasser. Du konntest nur nicht schwimmen. Da war das Problem einer ganzen Sache. Du bist ja immer auf den Grund gelaufen. Du musstest aufpassen, dass du dann da nicht erstickst, wenn du da rumläufst. Ach ja, ja, ja. Ich kann mich dunkel erinnern. Mhm. Und Spiel, weil ich absolut verdrängt habe. Oh, oh, oh. Oh, das sieht man so spät. Wir müssen, glaube ich, mal irgendwann mal an der Küste und reparieren. Jetzt so. Ah. Nicht? Ich halte mich erstmal noch tapfer fest hier. Ja, ich weiß ja nicht, welchen Zustand. Du könntest ja mal den Hammer rausholen und gucken, wie die Haltbarkeit aussieht. Oh, alles noch grün, Alter. Ja, gut. Alles noch grün. Er hat noch nicht mal ein Drittel verloren. Das sieht doch gut aus hier. Gleich mit der Axt am Festhalten. Sollen wir gleich vom Bord stürmen. Den nächsten Angreif, den man sieht. Ragnar Ragnarsson, ne? Ja. Auf großen Abenteuern. Und ich bin Knut, sein Knecht. Björn. Nee, ich will kein Björn sein. Warum willst du kein Björn sein? Nee, ich will kein Björn sein. Dann lieber Knut. Dann lieber Knut. Dann kannst du mir mal die Knute geben. Knute? Also das ist eine ganz schön große Karte. Wie groß ist denn unser Kontinent? Ist ja ein ganzer Kontinent hier. Ist doch keine Insel. Ah, ist ja super. Das ist Festland. Oh, da ist der Händler da. Siehst du den auch auf der Karte? Hast du M gedrückt? Ja, ja, da. Boah, ja, ganz schön. Da haben wir ein ganz schönes Stück vor uns. Ja, ganz schöner Weg. Oh Gott, gut, dass wir da ein Portal bauen, ne? Apropos Portal, ne? Ich habe die Einschränkung entfernt, ne? What do you mean? Ne, die Einschränkung, dass du mit Eisen nicht durchs Portal, also mit Metall nicht durchs Portal kannst. Okay, wie hast du das dann entfernt? Auch Mod. Mod. Natürlich, was frage ich überhaupt? Müssen wir ja nicht nutzen, aber das ist, wenn ich mal alleine bin, weißt du, oder wir mal nur farmen wollen, so ein bisschen Erz und so, und dann wir dann nicht immer mit dem Boot fahren müssen. Aber das macht das Spiel doch gerade aus. Ja, das werden wir natürlich im Live immer machen, weil es ja sinnvoll, ne? Ich sag ja, bei Bootsfahrt, da kann man sich schöne Wikinger-Geschichten essen. Ja, blas mal lieber ins Horn, damit wir einen anderen Wind kriegen. Warte. Ja, ich muss den Chris aber sagen, er muss noch so ein paar Soundeffekte für Dings holen, dass ich halt auch so einen Knopfdruck dann so ein Horn blasen kann. Ja, mega gut. So ein Nebelhorn oder so. Oder so ein, Horn, ja. So ein typischer Lowrider Sound, so. Auf dem Wikingerboot. Boah, ey, wir haben keinen Wind. David, wir kommen nicht vor rein. Dann Ruder. Ich glaube, wenn wir an die Küste gehen und laufen, sind wir schneller. Da links von uns ist Troll mit Trollhöhle. Lass erstmal den Händler Portal bauen. Ja, erstmal Portal-Händler. Und ihr dann wieder so eine kleine Hütte bauen für das Portal? Ja, ne? Denke ich, ne? Mit einem Zaun wieder drumrum und Pfeiler. Wenigstens einen Zaun drumrum. Da gibt auch diese Big-Pfeiler da. Ups. Diese Pikanierpfeiler, Spitzpfeiler oder wie heißen die da? Ja, aber brauchen wir ja Metall für, glaube ich. Nee, das ging Holz. Holz picken. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Scharfe Pfähle. Holz, Kernholz. Ja, stimmt, da brauchen wir Kernholz. Ja. Gibt's doch bestimmt genug beim Händler. Wenn wir Nägel mitnehmen sollen, dann hätten wir die mobile Werkbank bauen können. Ja, aber eine Werkbank können wir ja zur Not noch in die Dings drin bauen, in die Hütte drin bauen. Und das war's, wir haben gar keinen Wind mehr, wir haben jetzt Gegenwind. Pure Flaute. Hm. Ich ruder mal. Hm.
Wir brauchen unbedingt ein großes Boot, dann kannst du mitrudern. Siehst du aus, Knut? Du hast gesagt, du bist Knut, ja, der Knecht. Ja, Ragnarsson, du siehst so aus. Ich bin nur hier zum Navigieren. Ein bisschen Wind haben wir. Oh, aber kann der Wind jetzt nicht mal drehen hier? Verdammte Axt. Nein, das wäre langweilig. Der Wind ist echt gegen uns. Der will nicht, dass wir zum Händler kommen. Da ist bestimmt was Böses. Da ist Böses im Busch. Böses im Busch. Der sitzt bestimmt im Sumpf. Ah ne, der sitzt ja immer im dunklen Wald. Boah, aber es ist schon eine ganze Strecke, ey, wenn du überlegst, wie weit wir schon gefahren sind. Ja. Wir sind ja bestimmt schon 10 Minuten hier auf dem Schiff. Du kannst ja mal Escape drücken. Ja. Einstellungen oben auf Mod. Einstellungen auf Mod? Ich habe hier keine Einstellung oben. Du drückst ganz normal Escape, dann auf Einstellungen und oben rechts steht dann Mod. Nee, steht bei mir nicht. Nee? Ah doch, da, Mod, ja. Dann drückst du einmal beim Minimap Discovery drauf, da der auf zweifach springt und der Minimap Discovery Radius on board auf fünffach. Dann entdeckst du die Karte schneller. Ja, es steht schon alles so. Ach, steht schon alles so. Ja, deswegen entdeckst du halt schneller. Ah. Genau, ist genau Gegenwind, wenn wir da zum Händler fahren. Das ist sehr doof. Der Wind will nicht. Der Odin ist uns nicht wohlgesonnen, dass wir zum Händler kommen. Ich merke das schon. Allvater, wenn wir wieder zurück sind, dann wir Opfer bringen müssen. Wollte ich gerade sagen, dann schwöre ich, dass wir dir das erste Hirsch opfern, was wir finden. Ich glaube, wir müssen noch mal bei Age of Conan alle DLCs holen. Ich glaube auch. Da müssen wir noch mal richtig spielen. Weil da ist ja jetzt wohl ein Modus zugekommen für kleine Gruppen, Singleplayer und sowas. Ja. Deswegen kann man dann auch alles jetzt in kleinen Gruppe erleben und nicht mit einem Server mit 100 Mann. 100 Mann ist auch immer ein bisschen viel. Das und dann können wir Sklaven nehmen und die opfern wir dann immer, bevor wir losziehen. Ja, mit Peitsche und so. Peitsche, Kopf ab. Spiel auch gut, mit der Guillotine am besten. Dann mache ich selber. Okay, oh, pass auf, das wird hier ganz schön seicht. Das ist ein Spawner. Ja, das wird hier auch ganz schön seicht, André. Links sind Felsen. Nee, das andere links. Das andere links. Look, perfekt. Oh, war aber ganz schön. Hätten wir Titanic gespielt, doch. Ich hab schon gesehen. Knut, der Seemann. Ja, halt so jetzt den Kurs. Da kommen Steine wieder. Ja, ich ruder ja nur schon. Ja, ist doch in Ordnung. Wir müssen am besten gleich hier rechts irgendwie an Land gehen. Ich gebe mal halbes Segel. Jetzt sind wir wieder halbe Segel weg. Lass uns schön ausrollen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und jetzt. An dem Stein da legen wir dann an. Ja, ja, okay. Ja, 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 anlegen. Ich glaube, wir müssen einfach abspringen, dann bleibt das Boot stehen. Ja, ich mache mich schon mal bereit. Sag Bescheid. Spring auf den Felsen, sobald du kannst. Oh. Perfekt, guck mal, ey. Aber du hast dein Schild nicht in der Hand gehabt und deine Waffe und so. Das ist nicht Wikinger-like. Entschuldigung, aber hier war ja auch kein Gegner, den ich anspringen konnte. Okay, dann gehen wir jetzt aber erstmal den Spawner wegmachen, oder? Was, den Spawner wegmachen? Hast du Angst vor dem kleinen Spawner? Ja, aber... Ja, nicht, aber... Da kriegen wir doch die Samen raus, die wir brauchen für den Uraltern, wenn wir den nochmal abfarmen wollen. Na, ah, Attacke! Oh, warte, bis hier was spawnt hier. Ja, guck mal, da wäre ich schlauer. Ich habe was gegessen. Oh. Ein Sterne-Schamane. Bam, tot ist er. Wie Wurst. Auch nur ein Gegner gespawnt. Sehr langweilig. Puh. Okay. Easy peasy, Mann. Oh. Warte mal, warte. Ja. Mit der Kraft von Eiktür. Ich habe auch mal die andere Kraft benutzt. Zum Holzfällen, ne? Ja, war einfach geil. Zum Holzfällen ist das bestimmt gut. Ja, zum Holzfällen ist das geil. Also ich habe ja den ganzen Wald niedergerodet um die Basis rum. Da war ja alles Wald. Warum bist du eigentlich so schnell beim Sprinten? Ja, ich habe schon geskillt. Hinten bei 50 oder was? Ja, ja. Boah. Ja, hallo, guck mal, ich habe schon 64 Tage hier verbracht. Und das schon noch die Zeit vorher auf dem anderen Server.
Hat er so tolles. Oh, Legendary Bronze Faustschild. Was siehst du dort? Ja, Gamble. Ganz. Ach da, Legendary Leisure Belt, ja. 450 Gold und 3 Marken. Hast du andere Sachen als ich? Ja, anscheinend. Okay. Ich habe Epic Hirsprecher. Nee, hab Chance ich nicht. Für Epic 90%, 10% Chance auf Legendary. Nee, habe ich nicht. Haben wir wenigstens dieselben Kopfgelder? Angus the Needle? Nee, bei mir ist der erste Blemish Darkshade. Nee, habe ich nicht. Okay, dann hat jeder seinen eigenen. Aber ja, gut, eigentlich spielt ja auch jeder für sich. Und wir brauchen eine Gruppengeschichte. Ja, Angelroute, die brauchen wir. Die kostet 350 im Laden links. Gibt's bei mir nicht. Doch, da Angelroute. Ja. Dann Angelköder wahrscheinlich. Und den Meningrad-Gürtel oder Ring oder was auch immer, der erhöht nochmal die Tragkraft. Das steht da zwar nicht, aber das macht er. Wer den. Ja, der erhöht nochmal. Und Ymir-Fleisch brauchen wir. Wir brauchen das Ymir-Fleisch. Ja, brauchen wir mit Sicherheit, ja. Und die Weihnachtsmütze. Ja, die brauchen wir nicht, aber wenn du die unbedingt haben willst. Ein Donnerstein brauchen wir. Den Dwegereif brauchen wir, Alter. Eine tragbare, unerschöpfliche Lichtquelle für den Verlieserkunde. Ja, genau, das ist die Taschenlampe für den Kopf, also quasi. Krasse Sache. Das heißt, wir müssen eine eigentlich die Dings machen. Ganzen Bounties. Aber da gibt's ja keinen. Doch, 10 Gold, 50 Gold, 50 Gold, 30 Gold, 35 Gold, 30 Gold. Welche haben wir denn zusammen? Also ich habe noch Mol, Litlaus, Kuflugi, Jirkuk und Mighty of Silence. Ich habe Blemish, das ist ein Schwein anscheinend. Gargrelan, das ist ein Troll. Ja, Troll habe ich auch. Und irgendein Echsenmensch, Vieh, keine Ahnung. Egal, lass erstmal jetzt gucken, wo wir eben schnell unser Portal. Warte, aber vorne sieht relativ flach aus. Mal hier sieht doch relativ, oder? Oder steucht das? Ist doch gut. Ja, ne? Der Holz hat bestimmt auch schon auf 100. Achtung! Ah! Oh! Das ist aber doof gefallen. Na, Junge, was machst du? Baumfällen. Das war ein Anschlag. Na, nur ein kleiner. Versuchter Mord. Nein. Sowas würde ich nie tun. Achtung, Baumfeld! Du bist wirklich hinter meinem Leben her. Ich kann auch nichts dafür, wenn die da so komisch ja, fallen. Ja, natürlich. So. Jetzt kannst du da alles kaputt machen. Mach hier die Kiefer noch hier. Der Woodcutting habe ich auf 58. Wow. Kriege ich noch das Holz hier ab? Weiß gar nicht, Woodcutting bin ich bei 36. Da siehst du, guck mal. Und ich habe auch schon etliches Holz gefahren. Ah, stimmt. Jetzt kannst du schon mal anfangen. Ich sammle hier noch ein bisschen. Wir kommen ganz Zeit. Skelette. Locken ist schwer hochzukriegen, finde ich. Achtung! Sag mal. Das hat gesehen, der elegant drüber gehüpft, ey. Ich hab doch Achtung hier gesagt. Ich wollte gerade anfangen zu bauen, aber wenn du mir dann noch hier Bäume hinlegst, kann ich nicht anfangen. Ich kann auch nicht so viel, wenn die da so komisch fallen. Dann geh doch mal 3-4 Meter weiter. Ja, nee, das ist zu weit. Wenn ich 3-4 Meter weiter gehe. Ja, was bauen wir denn? Eigentlich brauchen wir nur irgendein Podest. Zaun drum, Dach drüber und fertig. Und die Spalspitzen, damit die da nicht so schnell das kaputt hauen. Eine Werkbank. Bauen halt so ein bisschen was. Hier aber ein bisschen.
Ist mal Buddha bei die Fische. Jetzt geh doch mal da dran, du Blöder. Na, bitte Contenance. Die Krise. Hinten, was bin ich eigentlich bei Sprinten? 32. Boah, ich habe noch nicht eins über 40. Ich kann ein bisschen rumsprinten, damit ich hinten starte. Was hast du Sprinten? 32. Sprinten. Run. 45. Ja. Ihr habt selbst Schwimm auf 18. Aber ich glaube, Schwimm habe ich auf 2. Ja, Schwimm habe ich auf 2. Ring habe ich auf 23. Das Spiel ist eigentlich auch nur am Bauen, ne? Ah, ich habe einen Dungeon gefunden. Ja, ist ja nicht schwer mit der Minimap-Anzeige. Ich hab da gar nichts drauf gehabt. Ich sehe da gar nichts. Warte ich bei dem. Beim Sumpf haben wir hier noch nicht in der Nähe, ne? Ne, entweder müssen wir hier über die Insel rennen und gucken, ob hier das ist, oder wir fahren mit dem Boot weiter. Ah. Gucken. So, hier ein Treppchen noch dran. Oh, bitte. So leckere Blaubeeren. Ist eigentlich mit dem ganzen Holz jetzt abgehauen? Nein. Niemals tun. Eine Kiste zu bauen, um mal eben ein Holz da reinzubauen. Nein, sowas würde ich doch niemals tun. Ich bin doch hier in der Nähe. Wieso spüre ich dann, dass ich irgendwie alleine bin? Wieso? Ich bin doch hier. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wieso muss ich eigentlich die Hütte bauen? Habe ich nicht genug gebaut? Guck mal, hier ist auch alles. Ich weiß gar nicht, was du hast. Weil du einfach bessere Hütten bauen kannst als ich. Darum. Ja, aber doch nicht so einen schäbigen Außenposten. Doch. Ich kann hier einen Zaun bauen. Kann ich bauen. Das kriege ich bestimmt noch hin. Bauen. Bauen. Ja, lass mir wenigstens noch ein bisschen. Da ist ja gar nichts drin an Holz. Ich kann dir das. Kernholz wenigstens. Kernholz, ja, kann ich dir. Oh, normales Holz habe ich auch nicht mehr so viel. Ach, egal. Muss ich noch ein paar Bäume umnatzen. Das ist leider immer so.
Kein Holz mehr. Ganz schön Mangelware hier heute in diesem Wald. Nö, nee, das nicht, aber man muss natürlich auch eine Weile investieren ins Farmen. Deswegen habe ich immer einen Karren dabei. Einen Karren voll und dann geht das. Nochmal die Axt hier. Ja, ein bisschen weiter rum. Ich bin ja direkt an der Treppe. Ja, die Treppe geht bis hier unten. Ich baue aber wieder sparsam. Das ist schön. Auch ein bisschen. Hängt an, das ist wie Minecraft. Man muss groß denken. Und wenn du denkst, das ist groß genug, dann machst du nochmal 20 Meter dran. Ja, genau. Und dann stehst du da wieder vor den Problemen und weißt nicht, wie du ein Dach aufs Gebäude kriegen sollst. Ne? Genau. Das ist das Problem mit den Dächern hier, ja, aber man macht unser Gebäude halt lang. Nicht breit, sondern lang. Wie so ein Langhaus. Ne? Ah, das leicht. Langhaus. Auch mal ein Fenster? Nee, ne? Mit da so ein Naturbunker. Ah, Ökohaus. Eigenwärme und so. Habe ich Baumhaar? Ich brauche nicht viel, aber ein bisschen. Ein, zwei Päckelchen reicht. Kann ich ganz im Dunkeln hier sitzen. Aber im Endeffekt könnte ich ja jetzt mal eben schnell das Portal stellen. Dann können wir uns auch Material holen, wenn wir was brauchen. Theoretisch. Ich weiß jetzt nur nicht mehr die Kennung, ob ich's. Wahrscheinlich wieder. Oh. Gott sei Dank. Ja, home. Eigentlich will ich das Portal ja Händler nennen und dann noch ein zweites Portal bauen. Ja. Damit man quasi immer mit einem neuen Portal nach Hause kann und der Händler auch dann immer frei ist. Ah, egal, da muss ich immer noch mal hin und her fahren. Das sieht sehr komisch aus wie ein Andock. Warum möchtest du denn? Was soll die Tür denn machen? Ja, guck doch mal an, die steckt doch halb im Boden. Ja, warte mal. Gib mir mal das Holz ein. Wo ist die Tür? Du willst die Tür bauen, ne? Das ist ein Holztor. Man muss einfach. Noch eins. Sieht aber noch nicht gut aus. Klappt noch nicht. Also willst du, kannst natürlich auch mit Shift gedrückt halten und das selber platzieren. Ja, ich glaube, da ist es ungünstig, jetzt eine Tür hinzumachen, weil das mit dem Treppe hier ist immer noch nicht weit genug nach außen. Ja, da müsst ihr die Baum da muss weg und dann. Ja, ich will den Baum nicht fällen. Das fällt uns nachher hier aufs Dings rauf. Ja, das passiert dann halt. Das soll ich jetzt machen. Das muss aber jetzt sein. So ist das nun mal, wenn man baut. Immer nur Arbeit, 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 Arbeit. Schön auf den Zaun gedonnert. Ja, immerhin auf den Zaun und nicht aufs Haus. Naja, gut, ist ja jetzt nicht wichtig bei der Idee hier. Es ist doch kein Drama. Das ist kein Drama. Drama, Baby. Guck mal, der Zaun hat kaum was abbekommen. Nur schnelles flaches Dach drauf. Billigste vom billigsten. Oder auch nicht, weil es schreit schon wieder nach Holz. Oh.
Nein! Danke. Sag dir eins, wenn du wiederkommst, habe ich den ganzen Wald hier weggeholzt. Was? Schon alleine, weil der mich stört. Ups. Ich glaube, ich auf deinen Zaun. Oh, sogar auf die Hütte gedonnert. Sogar rein. Ich habe ihn sogar rein in die Basis gelegt. Ist das nicht toll? Ich bin gut, ne? Guck mal, so ist es doch besser. Voll auf die Werkbank drauf. Hättest den Eingang natürlich auch ganz woanders hinzumachen können. Der muss ja nicht vor Tür sein. Ja, aber es ist doch angenehmer, wenn man dann von der Tür direkt ausgehen kann. Und jetzt brauchen wir scharfe Fäden. Beieinander bauen? Nein. Oh. Ich wollte nicht so rangehen an den Schaden. Verdammt scharf. Ist nicht deswegen scharfe Fehler? Wahrscheinlich. Oh, kein Kernholz. Nein, ich. Kernholz hab ich. Ja, da brauchst du doch bestimmt auch noch was, oder nicht? Ich glaube, ich brauche nicht mehr viel. Egal, hau ein paar Bäume weg. Weg mit dem Scheiß. Ah. Mach weg den Wald. Ich bin erst weg, wenn hier kein Baum mehr steht. Der ist eh zu dunkel, der Wald. So sieht es nämlich aus. Dass er nicht mehr Dunkelwald heißt, sondern Hellwald. Ja, ob der den Namen ändert zu Graslandschaft, wenn wir genug weggeholzt haben? Maybe. Sag ich dir. Oh, eine Kettensäge. Das sag ich dir. Ich renne das Portal nochmal weg, das nervt mich jetzt gerade. Das hat mich jetzt gestört. So schnell kommt ihr jetzt hier einer zum. Jetzt übereinander irgendwie. Voll. Hey, sprinten auf 33. Ja, dann ist die Hütte fertig. Ja gut. Vielleicht wieder noch eine Tür reinbauen, wenn das so wichtig ist. Hey, ist halt ja mit Tür dann. Hey, du würdest bei dir im Haus auch gerne eine Tür haben, oder nicht? Nö, wenn es an mir gehen würde. Alle rein, einfach alle rein und ne? Ja, wäre ich froh, wenn man in der Welt leben würde, wo man keine Türen braucht. Leider leben wir aber nicht in so einer Welt. Warum nicht? Ja.
Aber liegt das nicht an uns, den ersten Schritt zu tun, damit wir in solcher Welt leben können? Ah, natürlich, aber mach mal diesen ersten Schritt, bist du doch ausgelacht. Pioniere werden immer ausgelacht. Stimmt, Alter. Mal von irgendwas der Erste sein will. So. Aus, fertig. Oh, Portal. Kein Holz mehr. Draußen in der Kiste habe ich noch was gelegen. Wieso ist die Kiste denn jetzt draußen? Jetzt kann die Kiste doch hier rein. Junge, warum? Also, weil denk die doch mal mit, Junge. Kiste ist hier. Hier ist die Kiste. Die Werkbank kann doch jetzt, ist doch auch schon drin. Dann nimm doch einfach jetzt mal den Inhalt da und räum da nach innen. Muss denn immer alles draußen sein bei dir? Wir haben die noch gar nicht umgestellt, du Pappnase. Wir sterben die ganze Zeit da draußen jetzt. Junge, Junge, Junge. Ja. Wenn wir ein bisschen Holz noch hier rein was habt, da will ich jetzt nicht mitschleppen. Was habe ich hier Blaues gefunden? Eine Magic Hacke. Stamina plus 20. Stamina plus 20, das ist. Ja gut, dann haben wir unser Portal zum Nachhause und zum Händler. Wollen wir einmal um die Insel herumlaufen und gucken, was sich hier so ergibt? Ja. Warte, ich muss aber trotzdem noch mal nach Hause. Wieso? Meine Axt reparieren. Muss ich aber auf jeden Fall einmal noch nach Hause, sonst komme ich nicht weit mit der fast kaputten Axt. Das ist ja nur eine Krieger-Kämpfer-Axt und keine Axt zum Holzfällen. Das ist eigentlich, das ist eine Holzfäller-Axt. Nein. Zum Kämpfen ist eigentlich das Schwert, weil guck mal, mit dem Schwert hast du nämlich eine Special-Attacke. Und das hast du nur mit Kampfwaffen. Dein ist es einfach nur ein Holzfäller-Werkzeug. Und die Special-Attacke macht mal eben über 100 Schaden. Mittlere Maustaste ist Special-Attacke. Ey, was macht denn dein Schwert an Schaden? So, normal jetzt. Blitzschaden. Hier ist kein. Da mein Schwert auf Stufe 3 ist, macht es momentan. Ja, Schlitzen 15. Ja, Moment, Entschuldigung, das war mein Hammer. Ja, wie sehe ich das überhaupt? Einfach mit der Maus drüber. Ach, Schlitzen 53. Der ist kein. Es kann nicht mehr so viel mehr schaden. Der macht Schlitzen 50. Ja, es geht aber darum, dass er halt hier normal zuhaust und halt den hier, der macht doppelten Schaden, also über 100. Kann nur nicht so dran machen. Doch. Kannst du auch eine Stangenwaffe nehmen. Kannst du auch, ja. Wo ist denn der Äxte? Schaden mit Stangenwaffe. Ich glaube, wenn wir jetzt Eisen haben, können wir erstmal die richtigen Waffen. Im Sumpf finden wir Eisen. Zweihändig. Dann geht er richtig ab. Wann geht's ab, Junge? Dann geht's ab, Junge. Okay. Ja, guck mal, der Bronzeartikel, keine Ahnung, was das sein soll. Da, diese Bronze, das ist, glaube ich, eine Axt. Zweihändige Kampfaxt quasi. Die hat jetzt schon Schwächen 45 und noch ist auf Stufe 1. Den Bronzeartikel. Ja, Artigier, der ist gut. Rückstoß 30, Hinterhältigkeit dreifach. Ja. Das ist klar, da war eine Zweihand-Axt, ne? Das war eine Art Zweihand-Axt, das ist dann eine Kampf-Axt. Ja, das stimmt. Jetzt regnet es, wo wir jetzt losziehen wollen, ach, ist egal. Bin ich schon wieder nur doof rumstehen. Doof rumstehen! Nur noch rumgestanden, gebaut, jetzt doof will ich rumstehen. Wir haben den Händler gefunden. Ja, Händler. Dann ist das Tagesziel schon mal erreicht. Ich hatte ja gedacht, das Spiel ist vielleicht so, dass nicht überall regnet, sondern nur in so Regionen. Weißt du, hier regnet es nämlich, hat schon aufgehört. Oder hat das schon wieder aufgehört? Weiß ich nicht. Egal. So, wo möchtest du denn hin? Warum liegt denn hier Holz? Ja, warum hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Stroh?
Au. Ich werde niedergerollt. Ja, sehr gut. Dann können wir jetzt. Ich würde sagen, wir gehen an die Küste und laufen dann die Küste entlang. Okay. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich auch nicht. Wenn du unterwegs an so einem Cave rein. Oh. Hier? Ja, direkt hier rechts. Ach, hier. Dann ist hier kein Troll. Warum ist hier kein Troll? Hier ist auch kein Troll. Hier ist auch kein Troll? Sind hier keine Trolle drinne? Der erste Bench an Perle vorbei. Ja, du kannst auch mal sammeln. Hier ist sonst nichts. Troll, kein Troll. Wollen wir endlich mal hier so ein Troll machen, ne? Nein. Kein Troll. Wo sind denn die Trolle alle? Weiß ich nicht. Ey, du kleines blaue Bestie. Ja, gut, kann sein, dass der von den Elfen und so niedergelegt wurde. Elfen? Ja, NPCs sein. Sind die. Das ist der Freund oder der Feind? Wenn du Glück hast und du entdeckst sie und dann steht da, bla bla bla, Elf ist freundlich, dann kannst du die ansprechen, dann laufen sie dir hinterher. Und die machen richtig Schaden. Mit denen habe ich nachher beim zweiten Versuch dann, ich habe den Uralt mit denen gelegt. Gut, die sind dabei gestorben, aber erstmal haben sie ordentlich Schaden gemacht. Dungeon. Ja, und willst du jetzt wieder da rein? Ich habe keinen Inventarplatz. Okay, dann lass uns weiter die Küste erstmal. Die Insel scheint ja relativ klein zu sein, so wie es aussieht. Schauen wir mal. Weißt du, wo unser Boot ist, wenn wir gleich suchen? Ja, auf der anderen Seite. Warte mal, warte, bleib mal kurz stehen. Hm. Also, wenn du noch was mitnehmen willst, irgendwas Besonderes, ich habe noch Platz. Ja, du musst Karotten sammeln. Okay. Also Karotten kannst du immer sammeln. Blaubeeren, alles was so. Eigentlich kannst du alles, ne? Aus Steine und Holz, da brauchst du jetzt nicht unbedingt. Tin, denk dran, irgendwann ist. Au, oh, Sumpf, 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 Sumpf. Cool. Direkt Eisen vor der Nase, ist ja geil. Schleimling! Gift! Ekelhaft und ich habe nichts zum Entgiften. Oh. Ey, neues Schleimbombe, Schleimings. Direkt eine Trophäe. Das ist ja nur Stein. Warum nimmst du Schlundgele, Stein? Da sind Schlundgele, André. Was ist das? Wattwürmer. Das ist gleich ein plus 1. Boah, neue Rezepte. Hau doch drauf jetzt mal hier, Junge. Boah, ich muss ran. Ich glaube, ich krepiere. Ja, trink den Met. Ja, ich glaube, wir brauchen Entgiftungsmet nochmal. Ja. Ich bin noch eine ganze. Oh, jetzt bin ich. Oh. Okay, die mache ich nur noch im Fernkampf. Aber die haben neue Rezepte freigeschaltet. Blutsack. Schlamm. Und ich habe Blutsack. Blutsack habe ich auch bekommen. Oh. Zum Glück haben wir den Met noch mitgenommen. Ja, das war jetzt wirklich. Rettung in letzter Sekunde, ne? Ich habe mein Leben schon. Ja, nur noch 15 und dann. Ach, du hast gesagt, oh, ich habe leckeren, geilen Met. Hier muss jetzt irgendwo Eisen sein. Dann ist er wieder. Ach irgendwie. Du Scheiße, da sind Trauger. Und erst bei Nacht. Okay, einmal. Ah, Attacke! Doppelblock. Und in da kommen noch zwei. Bogenschützen. Den einen habe ich geblockt. Hinter uns, Skelette. Ja, die sind ja peasy. So. Warum leuchtet das hier? Überlieferung, Trauger zur Kompendium hinzugefügt. Da vorne irgendwo. Das hier Eisen? Diese Dinger hier? Nee, kann man nicht abbauen. Nochmal zwei Skelette an der Pillehacke. Ist natürlich auch sehr doof bei Nacht.
Das ist schon wieder so ein Schlundegel. Ach du Scheiße. Wir brauchen für den Sumpf bessere Ausrüstung. Hier ist kein Eisen. Was die Karte hier gepennt hat, aber hier ist kein. Eisen vielleicht nur in Dungeons? Glaube ich nicht. Und ist ja auch noch ein Eisen vorkommen. Lass uns da mal dahin. Na hoch hier. Selbst halt immer mit Shift springen. Hier ist auch ein. Ne, das ist Stein, sieht man doch. Wieder Eisen oder du musst Eisen buddeln. Hast du daran schon mal gedacht? Kannst aber nicht umhauen, den Baum hier. Ist das schon wieder. Oh, hier ist ein uralter Baum. Au, au, au. Kommt dafür ein Holz raus? Ja, selber Holz wie immer. Wenn man für Eisen buddeln muss, muss. Ah, uralte Rinde kommt hier raus. Ah. Das ist eins, was mir jetzt noch einfallen würde, ob man dafür buddeln muss. Ich kann dir Licht machen, aber du musst wahrscheinlich tiefer buddeln. Aber doch nicht, hau doch nicht auf mich. Ich wollte dir doch nur Licht machen. Oh, oh, ey, ey, dreh hier um, da ist ein Gespenst hinter uns. Ein großer Reaper. Ah, du hast so ein scheiß Loch gebuddelt, wo man hier rauskommt. Ein Zorngeist. Ist er tot? Nee, der ist da oben geflogen. Da oben. Kommt jetzt runter. Ah, der fliegt am Baum hoch. Wie soll man den denn dann treffen, Junge? Den trifft man nicht. Pfeile gehen da durch. Da. Boah, der haut aber rein. Boah, wir haben ihn. Ach, Schmiedeblase war Kette und hängende. Ah. Ja, dann schmeißt er nochmal raus, was der da. Ich hab die Kette bekommen. Ah, jetzt sehe ich auch neues Material. Aber an dem Eisen ändert sich das trotzdem nichts. Was? Es scheint eh nur ein Mini-Sumpfgebiet zu sein. Ich dachte, wir würden hier Eisen finden. Eine ja, Mini oder eine Krypta ist hier drin ja auch nicht. Muss ja irgendwie. Eisen. Doch, ich habe Eisen. Also doch unterirdisch. Sammiger Schrotthaufen ist hier. Da kommt was an. Nee. Das ist zu stabil. Kann ich nicht abernten, was das auch immer sein mag. Oh. Wo kommt die denn jetzt her? Weiß ich nicht. Oh nein, ich bin tot. Wie ist das denn? Oh, weil da noch ein Schleimling mitkam. Da kamen zwei Drauger von hinten noch. Von hinter dir und dann noch zwei Schleimlinge.
Was ist denn jetzt gerade los? Hier ist die Hölle. Noch mehr Schleimlinge. Hilfe. Ja, Hilfe ist gut. Ich will mir helfen. Ich bin nackt. Auf hier durch den dunklen Wald. Wolltest du das Eisen abbauen? Ja, oder nicht? Ja, hast du das abgebaut? Das eine hatte ich da abgebaut, ja. Ich habe hier jemand gefunden, sagt er aber zu stabil. Okay. Also das weiß ich nicht. Also ich habe auf jeden Fall da ein schlammiges Eisenschrott gebaut. Nein. Was denn jetzt? Ach, ich war dumm und habe mein Spawn noch nicht am Bett gesetzt. Ah. Lauf ich durch den Wald, bin natürlich gleich ein Berserker, ja. Und wofür habe ich dir gesagt, da ist dein Zimmer. Ja, ich weiß. Ach, da ist eine Baumwurzel. Ja, Mann, hier muss doch dann irgendwo Eisen sein. Jetzt vorbei, jetzt komme ich. Warum nicht? Ja, weil ich jetzt schon wieder vom Schaman vergiftet worden bin. Ja, tot. Oh Gott. Ich finde hier kein Eisen. Ah, blöde Uhrzeit. So, jetzt komme ich nicht mal mehr zu unserem kleinen Dörfchen hin. Das ist eigentlich das Erste, was man macht, ist seinen Spawn setzen. Ja. Ich habe extra sogar die Hütte gezeigt, du warst sogar drin. Ja, du weißt, dass ich dumm bin. Nee, dumm nicht. Fragwürdig. Ja, das auch. Bringt mir jetzt aber nichts, wenn ich trotzdem nicht durch den Wald komme. Weil hier Berserker und Schamanen und alles rumlaufen. Wildschwein auch noch. Bleibst an jeder Wurzel hier hängen. Oh, voll vergiftet. Oh, jetzt gehe ich auch drauf. Muss ich hin, glaube ich. Ich sehe nicht mal die. Nein, habe ich auch noch nicht. Da musst du hin. Dahin. Das ist ja noch ein ganz schönes Stück. Ein schönes Stückchen bis dahin. Ich wollte auch nur Eisen finden, damit ich die neuen Rezepte lerne. Ja, die neuen Rezepte würde ich auch gerne noch gewinnen. Wenn ich wie tief mal buddeln muss. Also. Ha, schlammiger Schrotthaufen. Ja, genau. Da ist Eisen drin. Ich glaube, ich bin gleich da.
Eisen finden ist ganz schön schwierig. Ja. Ja, das stimmt. Oh. Bitte. Spawn setzen. Oh. Ach, hier respawnt aber alles. Ich werde hier schon wieder angegriffen. Wie lange kann ich deine Sachen nicht mehr verteidigen? Doch, gerade zum Portal. Hast du wenigstens was gegessen? Nein, ich wollte jetzt erstmal zu meinen Sachen laufen. Ja, aber wenn du nur 25 Leben hast, ist das nicht so pralle. Klappt schon. Weit weg bin ich ja gar nicht. Möchte was blau. Was blau. Wo? Ja, bei mir hier sind gelbe und blaue Strahlen. Oh, ich habe jetzt ein Bild und eine Hacke. Hinten. Ach so, ja. Bin zweimal der gestorben. Nee, oh. Das eine ist Rucksack. Oh, du hast hier so ein Zermahn Stufe 2. Boah. Der war aber jetzt hart. Oh, der hat eine. Das ist gelb. Eine rare Spitzhacke gedroppt. Okay. Aber nur eine alte, billige Spitzhacke. Schon wieder Drauger, ey. Leck mich doch am Arsch. Boah. Stirb! Verdammte Axt. Eine Geweihspitzhacke of the Feather. No Movement Speed Penalty. Minus okay. 85% Gewicht und Attack Speed plus 8. So, jetzt habe ich gleich alles. Ja, hier ist immer noch Eisen. Ich habe nur eins gefunden. Hier müsste noch eins sein, aber. Ist so dunkel. Kann ich jetzt gleich Licht haben. Leider hat sich ja schon alles mit Wasser gefüllt hier. Wir brauchen unbedingt das Gold, damit wir uns die Stirnlampen holen können. Hier habe ich das eine gefunden, da muss hier irgendwo eigentlich noch eins sein. Da haben die auch Eisenschrott gefunden. Ja, ich habe die aber weggenommen. Ich dachte, ich lerne ein Rezept, aber es ist dann nur neues Material. Muss wahrscheinlich erstmal schmelzen, aber ich weiß nicht, ob wir Eisen. Entschuldigung. Ob wir überhaupt in unserer Schmiede machen können. Doch. Wollen wir nicht. Da müssen wir auf jeden Fall noch eine Krypta finden, weil da müssen wir heute unbedingt noch rein. Okay. Hier im Sumpfland jetzt, oder? Ja, aber das Sumpfland ist ja schon wieder zu Ende. Da vorne. Hm. Ja, komm, lass mal weiter suchen. Vielleicht finden wir noch eine Krypta. Da oben fliegt schon wieder ein Geist rum. Finde ich nicht lustig. Zwei Geister sind vor uns. Einer scheint uns schon gesehen zu haben. Nee, noch nicht. Der düst da oben rum. Der andere ist rechts oben. Ja, ich sehe das schon. Dann. Stehen bleiben, Ausdauer generieren. Hier ist eine Struktur. Er hat mich gesehen. Oh, jetzt hat er mich auch gesehen. Ja. Achtung, hinter uns. Hinter dir.
Er hängt zwischen den Bäumen. Lock ihn doch erstmal da raus. Ich will die Bäume auf ihn raufstellen lassen. Die sind doch zu stabil. Außerdem haben wir doch gar keinen Schaden mit deiner billigen Waffe. Nicht. Hier liegt. Das ist echt eine Struktur. Siehst du, Sumpfhütten. Dann ist unser noch nicht hoch genug. Ah ja, wir haben noch gar keine Hütte im Sumpf. Hier ist auch nur ein Tisch. Einfach nur Edelholz, toll. Und ein. Ach, ist ja nur aus dem billigen. Bauzwerg. Billiger Gegner, ist ja harmlos. Sieht nicht so aus, der Sumpf für auch eine Krypta bereitet. Da sind Schamane noch hinter uns. Quatsch doch weg. Boah, ist ja alles voller Loot. Hier muss ja ein richtiger Krieg stattgefunden haben. Scheiße, dass es so dunkel ist. Ja, da. Stimmt. Nein, ich hab was Blaues auf mir. Ist Ende. Ich hab was Blaues, ja, eine Keule. Keule, mach Keule. Ja, Sumpf ist schon zu Ende und hat keine Krypta. Mist. Und nur drei kleine, popelige Eisenvorkommen. Mist, ey. Das ist wirklich nur so eine Mini-Insel. Okay, hier müssen wir gleich erstmal nach Hause. Hier ist irgendwas Lautes. Echt? Irgendwas, was zu dunkel grollt. Ich glaube, das hört sich nach einem Troll an. Ich habe ja nur eine Grauzwerg-Armee. Zwei Ein-Sterne. Ach du Grüne. Warum regeneriere ich keine Ausdauer mehr? Weiß ich nicht. Debuff? Keine Ahnung. Überladen? Nee, auch nicht. Aber ich regeneriere die nicht so schnell, wie ich die verbrauche. Ungefähr. Also das Ausdauer essen gegessen? Hab ich. Ja, weiß ich auch nicht. Was drin? Hallo. Dann gefunden. Der nimmt auch die Sachen nicht mehr automatisch auf. Dann drück mal einmal Punkt. War der Punkt? Nee, da liegt bei dir woanders. Drück mal Einstellungen, guck da, ist irgendwo automatisch Loot. Als Einstellung. Ich weiß nicht, welchen Knopf du gedrückt hast. Ich habe den bei mir auf Punkt gelegt, weil der irgendwie auf C oder Y oder so liegt. Wow. Ja. Ah. Nicht meckern, aber, sondern gucken, woran. Aber das ist aber, komisch. Dann haben die ja V auch gleichzeitig mit in der drei Tastenslots. Das ist aber auch eine Mod. Eine Mod geht davon aus, dass du intelligent genug bist, deine Tastatureinstellungen anzupassen. Nee, die drei Felder unten sind doch schon standardmäßig drin im Spiel. Nein, die drei Felder sind nicht, das sind aus einer Mod. Okay. Können die ja mal ausmachen, weißt du wieder. Genauso wie die Equip. Normalerweise hast du dein Equip noch in der Tasche, zusätzlich. Das heißt, du hast noch weniger Inventarplätze. Ich bin voll. Du hast dieses, wenn du Inventar aufmachst, du hast nicht Head, Shoulders, Chest. Warum ist das wohl auf Englisch? Weil das eine Mod ist. Was muss man hier sagen? Das ist nicht. Normalerweise hast du deine Ausrüstung auch noch da drin. Im Inventar. Das heißt, du hast eigentlich kaum Slots.
Okay. Ja. Hier ist ein Dungeon, aber ich habe keinen Platz mehr. Und nicht. Ich nehme viel. Na, die Insel ist erkundet. Also zum Händler und dann immer zurückreisen, ausladen, reparieren, was essen und dann nochmal einen Sumpf suchen. Ja. Eine Krypta will ich noch gerne schaffen. Von mir brauchst du auch nicht sortieren. Such einfach leere Kisten und schmeiß das da rein. Ich sortiere das nachher. Oder morgen. Das ist doch schon wieder leer. Genug Bronze da, ne? Du kannst deine Waffen und so weit auch alle auf 4 bringen. Ja, das auch. Ja, ich habe das Schwert, habe ich auf 4. Eine Bronzeaxt habe ich nur auf. Ey, du solltest auch nicht springen, da kostet natürlich mehr Ausdauer, ne? Ja, das ist klar, aber auch selbst beim beim normalen Sprinten ist sie so schnell. Aua, oh, ich hab jetzt natürlich die Pieks-Dinger eingetan. Gott sei Dank tun die uns nichts. Sonst wäre ich schon tot. Pieksi. Ist ja gut, dass wir jetzt die Mod drauf haben, sonst könnte man mit dem Eisen in der Tasche nicht das Portal gehen. Ah, trautes Heim, Glück allein. Ab nach Hause. Hier schmilzt Eisen, das ist gut. Ja, das ist schon mal etwas. Guck mal, hier sind da auch, das sind alles leere Kisten. Will da einfach alles rein. Ne, den Ding will ich behalten. Einfach drüber. Versuch einfach mit der Steuerungstaste zu gucken, wo schon noch was reingeht. Dann bin ich jetzt hier überall einzeln, sondern guck, was schon drin ist und einfach mit Steuerung drüber, aber einfach rüber gehen, dann siehst du, was da reinschmeißt und was nicht. Dann sparen wir vielleicht ein bisschen Platz. Dann brauchen wir noch eine dritte. Ah, ich habe sie da rausgenommen. Oh. Falsch rum, ich muss aus dem Inventar. Ich bin ja mit dem Rucksack und alles, bin ich schon völlig durcheinander. Anfangen. Aber jetzt ist aber alles leer. Rucksack leer, nur den Schlüssel drin. Gut, essen. Reparieren. Wie ist das? Reparieren. Reparieren. Und auf zum Schiff. Da mal Risiko eingehen über das Meer pedeln. Ich sehe nämlich jetzt keine nächste Insel mehr, wo wir hin können. Über das Meer pedeln? Ja, aber können die Schlange kommen, ja? Okay. Das ist aber mein schönes Rundschild. Das Rundschild ist mir. Können wir das gerne machen? Der Rundschild ist toll. Das will ich noch behalten. Den legendären. Falls die Schlange kommt, ist ja wenigstens noch den runter. Ja, was ist denn unser Schiff? Da lang? Das, ja, müsste, ja. Denn. Kann natürlich vorhin auch geleckt haben, weil er versucht hat zu speichern und das nicht richtig geschafft hat. Okay. Ja, auch sein.
Ach so, so eine Insel ist schon eigentlich praktisch, ne? Hier kann man so eine Basis auf eine Insel bauen, die ganze Insel bebauen. Ja, das stimmt. Was ist denn unser Bötchen? Hinter dir Skelett. Ja, dann ist doch. Dann haust du doch um. War das hier? Wir sollten nächstes Mal eine Markierung machen. Das war eigentlich hier vorne. Ah, ist kein Boot. Dann doch in die andere Richtung. Und weiter Richtung Norden. Dass wenn man sein Boot nicht markiert, was haust du denn da? Ein Skelett. Richtung Norden. Da ist unser Boot. Ja, sag ich doch. Ein Skelett. Blau ist nicht so dein Ding, ne? Nö. Ich hab mein Schild ja jetzt nicht mehr. Kannst du auch mit der Waffe blocken? Ah, kann ich auch. Echt? Kurz Ausdauer und dann. Und festhalten. Da kommt noch einer. Ja, dann fahr. Ja, dachte, du nimmst mal den Bogen raus und schießt das Ding weg. Was bist du denn für ein Bootsmann? Was? Alter, du musst schon ins Wasser ziehen, wenn du jemanden. Das ist schwierig, wenn du da jetzt gerade den. Ja, ist es egal. Die Fahne ausgefädelt hast. Dann sag das doch, dann mache ich dich auf Halbmast. Ja, ist das jetzt. Jetzt kannst du auch voll machen. Oh, ganz schön schwierig. Mann, Junge. Da ist noch was Blaues im Wasser. Da ist auch noch was Blaues. Das ist hier aber noch was Blaues. Wollte ich gerade sagen, warum ist hier so viel Blaues? Das hatte ich vorhin schon gesehen, wo ich. Unterwegs war. Oder war hier nur die Dings. Bogen, warte. Ja, Bogen. Blauer Bogen. Decoration plus 7. Joho, Piraten trinkt aus. Für ein Joho-ho. So, jetzt habe ich auch mal die Taste geändert. Auf. Habt ihr auch Punkt? Ja, Punkt habe ich die gelegt. Ja, habe ich jetzt auch gemacht. Was ich meine damit? Was ich meine damit? Ah, guck dir ja diese schönen Sonnenaufgang. Wolltest du nicht übers Meer fahren? Ja, ich traue mich nicht. Eigentlich bleibe ich lieber an Küsten. Ich hoffe, dass ich irgendwo nochmal so eine Insel erspähe. Siehst du eine Insel? Ja, rechts von uns ist eine Insel. Aber ich weiß nicht. Sonst fahr doch erstmal um unsere Insel, die wir haben, rum. Ja, fahre ich ja jetzt um. Vielleicht ist da was in der Nähe. Ein Sumpf haben nochmal. Auf unserer Insel noch ein Sumpf? Kann sein. Wenn wir so eine große Geschichte, so ein großes Ding haben, könnte vielleicht ein Sumpf sein. Ich weiß, dass wir ein Gebirge haben, das weiß ich. Gebirge ist doch auch. Das ist das kleine Stück da. Das da. Da, wo ich gerade gepinkt habe, da ist. Oh nein, kein Wind. Oh, ich muss rudern. Also wir haben auch ein Glück mit dem Wind, muss ich ja sagen. Los an die Ruder, Jungs. Du hast schon wieder nicht gegessen. Du verlierst Gesundheit. Nee, ich habe gegessen. Ich habe nur gerade gegessen. Fühlt sich gerade wieder auf. Blaubeermann. Hey, Jungfrau Mann und Blaubeerspur. Oh, rechts von uns ist eine Insel. Ja, ganz in der Nähe. Das sieht sogar nach Sumpf aus. Das ist sogar Sumpf. Ha. Krass. Aber wir haben Gegenwind, verdammte Axt. Wenn jetzt die Seeschlange kommt, dann kommen wir nicht voran, weil wir können nur rudern. Und jetzt schlagen auch noch die Wellen auf. Was ist denn jetzt kaputt hier?
Wir haben auch echt Glück, ne? Immer haben wir Gegenwind. Ich habe das Gefühl, der Wind hat was gegen uns. Ozean. Wow, guck mal die Wellen. Oh, was ist jetzt los? Oh, das ist Ozean halt, ne? Ja, wie kommt unsere Schaluppe überhaupt darüber? Die Schlange! Was, wo? Ich spring raus und schwimme an die Küste. Kannst du dich damit rumärgern? Weißt du, du schaffst das? Nee, wenn sie mit dir beschäftigt ist, schaffe ich das. Aber auch von der Ausdauer her? Ich schaff das. Okay. Egal, ob deine Ausdauer leer ist oder nicht, ne? Oh, ey. Komm, lass zur Insel rüber, ja? Ich muss rudern. Wieso muss ich immer rudern? Du wolltest steuern jetzt. Du bist. Ragnar, Ragnarsson, du nervst. Halt die Klappe, Knut, und ruder. Jawohl, ich ruder. Was sind das da eigentlich für grüne... Ach so, das ist der Schleim da oben. Da was. An den Bäumen. Anscheinend. Wir könnten eigentlich abspringen, oder? Ah ne, da sind Würmer. Aber doch, das schaffen wir. Ey, abspringen, da sind knuspert einer an unserem Bötchen. Los, schaffst du, David, schwimm. Die sind, ja. Oh. Oh, jetzt können wir die. Schlundegel. Ja. Da kommt schon der erste Drauger auf uns zu. Hier ist auch schon mehr Eisen. Und irgendwelche Rüben oder was. Oh, ein Sterne. Da kommt noch ein Drauger. Ach du Scheiße, ich raff's da hin. Ich hab eine Drauger-Trophäe gesammelt. Ja, ist gut, alles mitnehmen. Nein! Nein! Boah! Boah, den kannst du nicht mal blocken, den Junge. Boah! Der hat mir voll die Kelle gegeben. Ah, ist vorbei, da komme ich nicht hin. Boah. Hab ich tot gemacht. Kannst du meine Sachen aufheben? Da komme ich ja jetzt nicht hin. Das ist jetzt vorbei. Ja, ich hab alles. Dafür ist mein Inventar dann jetzt voll. Ja. Da gibt es jetzt nur eins, was du machen kannst. Achso, er? Suche nach Hause, komm. Damit wir zwar ohne People. Ja, was soll ich denn machen? Sollst du dir rüberschwimmen oder was? Heißt, ich fahre jetzt zum Händler und komm nach Hause. Oh Gott. Jetzt frisst mich die Seeschlange. Ich geh zum Händler. Ich warte dich dort, sehnsüchtig. Er zieht einen Sturm auf. Zwei Möglichkeiten. Entweder sterbe ich jetzt durch den Sturm. Oh, der hat hier ganz schön viel Eisen auf. Eisen fertig. Hat er in Kisten gepackt, oder? Nee, der lag ja davor, der Eisen. Wieso? Der hat doch eigentlich. Ich hab doch im Fall Valheim Plus eingestellt, dass er das eigentlich in Kisten räumen soll. Pack das auf jeden Fall in die Kiste neben der Schmiede und ja, ich muss da nochmal ran. Hat ganz viele Rezepte auf jeden Fall. Ein Jägerbogen, Alter, mit 20 für 20 Eisen. Eisenachs. Ja, müssen wir Eisen mal farmen. Aber aus hier bleibt er wieder an mir hängen. Stirbst ja dauernd. Ja, es tut mir leid, dass sie alle so übermächtig sind und ich nicht so ein übermächtiger Krieger bin, wie du. Du gehst in den Sumpf ohne dein Schild. Weil du gesagt hast, kommt bestimmt eine Schildschlange und frisst uns. Ja, ist doch scheißegal, entweder spielst du das richtig oder lässt es. Ja, man chillt. Ja, Equip zu verlieren gehört nun mal dazu. Oh mein. Mann, dann musst du dir ein anderes Schild holen. Aber der hat mich ja selbst mit Block umgehauen. Ja, du kannst ja. Was willst du blocken mit deiner Waffe? Wie viel Blockwert hast du damit wohl? Ich nicht. Drei? Das nicht? Ja, du musst schon blocken, Junge. Du musst ran. Equip ist doch egal. Kann ja. Wenn der erste mich nicht nur schon Ausdauer kaputt gemacht hätte.
Es hat mir ja schon ordentlich eine Kelle gegeben. Ich weiß nicht, ob ich ankomme. Ich sehe die Felsen im Wasser nicht. Ich bin jetzt erst. Was muss diese Küste ja auch so felsenintensiv sein? Oh, er hat intensiv gesagt. Komm mal eben, bring mir mal mein Zeug. Ja, ja. Weißt du, wie viel Zeug du hast? Gar nix. Gar nix. Warte an der Küste auf dich, mein großer Knut. Übermächtiger Krieger Knut. Der war auch natürlich jetzt doof. Ich habe jetzt eine Mod drauf, wo jetzt ein 5 Sterne gewesen wäre. Wie viele Sterne gibt es eigentlich ohne Mod? 3. Ne, 2. 2 oder 3. Okay. Aber ich habe keine Mod dafür gefunden. Ich habe überhaupt keine Monster-Mods gefunden. Hallo. Oh nein. Da bist du. Oh, oh, ich... Oh, wie kommst du da jetzt raus? Oh, der Typ paddelt hier immer noch rum. Jetzt wirft er wieder mit Steinen. Den kann ich ja auch nicht kaputt machen diesmal. Komm, ich spring auf. Fahr weiter. Ja, das sagst du so einfach. Jetzt muss ich erst mal gucken. Man muss dann jetzt irgendwo da vorne am Felsen nochmal anlegen und dann... Warum ertrinkt er denn nicht? Das ist ja unfair, der ertrinkt nicht. Ja, der hat unendliche Ausdauer, der Junge. Das ist aber... Der schwimmt jetzt bis nach Hause hinterher. Das finde ich alles so ein bisschen merkwürdig, dass die Gegner dich einfach nicht aus den Augen verlieren und sowas. Normalerweise sollte der irgendwann aufhören. Dann gibt es halt ja so, wenn sie uns nicht sehen, greifen uns ja auch nicht an. Die hören und sehen uns. Also wenn wir Krach machen, ist klar, wenn wir im Wald Bäume oder Steine klopfen, dann hören die Monster uns natürlich. Das ist richtig, aber irgendwann müsste ja auch mal aufhören, eins zu verfolgen. Komm, ich spring mal hier ab, dann kann ich ja gleich mal dein Zeug. Gefühlt ist es ja so, als wenn wir die einen ja ewig verfolgen. Da muss ich mal vor mich stellen, damit da nicht alles durch die Gegend fliegt. Okay. Die Trophäe hat, jetzt muss ich erstmal in den Rucksack. Guck mal, ich habe hier ein Schild gefunden. Oh ne, das ist ja normaler Loot. Was habe ich noch von dir? Fleisch. Ja, ist gut, der Schild. Essen. Deine Feuerfeuer. Ja, der Rest ist jetzt nur Stein und so was. Da brauchst du ja nicht wieder, oder? Nö, das brauche ich. Boah, krass, Alter. Das Schild, was du gefunden hast, ist super. Das hat eine Parierstärke von 34 und Parierbonus von 2,9. Ja, das soll ich machen. Ich habe sie jetzt gegeben. Ich wollte es für mich haben, aber ist egal. Ja, nimm doch. Nein, jetzt nimm das erstmal. Weil du wieder den Löffel abgibst. So, ich habe doch jetzt du kannst auch das eins nehmen von beiden. Ich habe doch das andere Schild auch mitgenommen. Ist doch jetzt egal. Komm, ruh dann jetzt. Papa. Ruder, Ruder, Rudern. Wer über das Feld. Vielleicht legen wir diesmal an, was ist das? Dunkler Wald oder was? Ja, im dunklen Wald legen wir jetzt am besten an erstmal und laufen dann in den Sumpf rein. Wieso schlägst du das Boot? Ja, das frage ich mich auch immer, warum ich da was schlage. Wir haben immer noch Gegenwind. Ja, da kann ich jetzt nicht wieder darüber, Junge. Dann lass es. Ich kann da auch nichts hören, dass wir nur Gegenwind haben hier. Alter, der dreht aber auch nicht, der Wind. Was ist denn kaputt hier? Da muss ich rudern, sonst kommen wir gar nicht voran. Versuche irgendwie ein bisschen Wind einzufangen. Ein bisschen wenigstens. So haben wir ein bisschen Wind. Oh.
Hey, hey, hey. Der Wikinger, hey. Der eine, der ist so am Sterben. Der andere ist wenigstens noch gut. Ich tue mir aber auch schwer. Obwohl, ohne dein Getränk wäre schon ganz schön eng geworden. Ja, dann musst du ja doch noch öfters mal Mietsachen machen. Wieder kein Wind. Da vorne ist gleich Struktur. Und ein Spawner, sehe ich auch schon. Und rechtzeitig abspringen. 1, 2. Sehr gut. Ah. Diesmal markiere ich aber eben die Stelle hier. Ja, gute Idee. 1. So. Weiß nicht, wo unser Boot ist. Oh, Elfen. Die können wir mitnehmen. Yay. Elfenranger folgt dir. Sprech den mit E an, den anderen, dann folgt dir auch einer. Ich hab den hier. Cool. Jetzt folgt er dir. Geh mal gucken, ob hier oben noch eine Kiste ist. Weil die hauen wir aber auch gut Schaden raus. Also sind wir vielleicht ein bisschen sicherer an bald. Da kommt schon der nächste Gegner. Ja, oh, ist noch einer. Ja, nimm den auch noch mit. Hab ich gerade. Ja. Da haben wir 3 Elfenranger an unserer Seite. Allerdings halten die nicht viel aus und ich weiß ja auch nicht, ob die heilen. Aber der kommt nicht runter von da oben. Ja, dann ist die Treppe nicht komplett, dann hätte die Treppe reparieren müssen. Nee, die Treppe war komplett. Ich bin ja ganz hochgegangen, ja? Ohne Treppe. Ja. Kommt der vielleicht noch irgendwann. Okay. Aber du hast ihn nicht richtig gestreichelt. Doch, habe ich. Da hat er ja gesagt, der folgt dir. Das nächste Mal muss ich vielleicht auch mal ein bisschen zärtlicher streicheln. Man Elfen streicheln muss, damit er dir folgt. Also den kannst du ja auch umbenennen. Umschalt links. Ja. Franduil. Na guck, Franduil. Ja, Landriel heißt meiner. Mal gucken, wie lange Franduil und Gandriel leben. Die werden wahrscheinlich den Sumpf nicht überleben. Wahrscheinlich nicht. Die schießen auf alles. Alles, was kreucht und fleucht. Auch auf hier auf Hirsche und alles. Siehst du? Mal was essen. Was haben die jetzt erlegt? Ach, Blutsack. Mann, die sind aber fleißig. Oh, ein eiserner Streitwolf. Cool. Achtung, André! Der lässt doch. Oh, oh, da, Franduil stirbt. Franduil! Franduil! Er ist vergiftet. Franduil gibt den Löffel ab. Da ist doch ein Drauger. Oh, Franduil lebt noch. Oh, schon wieder was. Oh, noch ein Schild. Was? Stagger-Duration plus 13 und Gewicht minus 85. Oh, Galandriel lebt auch nicht mehr lang. Ich weiß nicht, wie man die Jungen heilt. Die haben auch Hunger. Aber ich weiß nicht, womit man die füttert. Weiß ich nicht. Ob die so eine Suppe essen? Ja, mal Honig. Ich schmeiß mal. Ich geb dir mal Honig. War dumm geworden. Oh ja, ey. Hast du das jetzt aufgesammelt? Ne, du hast wahrscheinlich meine Suppe aufgesammelt, ne? Ja. Guck mal, ich leg die auch nochmal hier hin. Ne, die essen nix. Hm. Oder? Doch, doch. Der isst die Suppe. Der hat die Suppe gegessen. Und den Honig nicht, oder was? Ne, Honig nicht, der isst wohl nur Suppe. Aber heilen die sich dadurch? Anscheinend nicht, aber der ist jetzt fröhlich. Meiner ist immer noch hungrig. Muss ich den auch mal eine Suppe geben? Ja. Oh. Franduil ist fröhlich, so fröhlich. Ich geb den auch mal eine Suppe. Allerdings stirbt er gleich. Da vorne, da ist eine Karotte. Eine Rübe. Die will ich irgendwie haben. Ich weiß nicht wieso, aber ich will die Suppe. Die Rübe. Ja, dann hol dir die Rübe. Ja, hol ich auch. Das ist bestimmt neue Rezepte. Rübe? Ja, sicher, eine Rübe braucht man bestimmt. Wo ist denn die? Da, Rübensamen.
Ah. Muss ja wahrscheinlich Material Rübe. Muss wahrscheinlich erstmal pflanzen. Genau, einmal pflanzen. Das wird nicht mehr angezeigt auf der Karte. Weg. Siehst du mich jetzt wieder? Ja, jetzt sehe ich dich wieder. Schon wieder vergiftet. Nein, Franduil stirbt nicht. Und er stirbt. Da ist er draufgegangen. Das war ein Schlundegel. Ich gehe jetzt raus aus dem Wasser, ist mir zu gefährlich. Blöd. Mein Galandriel folgt mir nicht mehr. Ja, dann geh noch mal hin und streichel ihn. Oder ist er jetzt auch schon... Wahrscheinlich ist er auch schon tot. Ja, hat er lange gehalten. Galandriel folgt dir. Folgt er mir. Guck mal, super, Galandriel macht das schon. Ja, mein Franduil hat schon den Löffel abgegeben. Schwächling. Jetzt geht der Galandriel wieder woanders hin. Der kommt dir schon hinterher. Hier vorne kräftiger, starker Drauger. Nee, nicht ganz so kräftig. Nicht diese Würmer sind zum Kotzen. Zick. Trifft das Skelett nicht. Vielleicht treffe ich, schieße ich durch die Rippen. Irgendwas ziehe ich immer meine Ausdauer ab. Sofort nach einem Block ist die Ausdauer komplett leer. Da ist ein Wurm ins Wasser. Galandriel! Das Galandriel! Du hast mir so ein treuer Begleit. Ich werde dich rächen, Galandriel. Ja, ohne Witz ist doch jetzt... Nimm mal ernst, hier gibt es doch keine Krypta. Wollen wir nochmal dann wenigstens nach Eisen suchen, wenn es hier keine Krypta gibt? Aber wir müssen eine Krypta machen. Ja, aber wenn es keine gibt. Ich buddel hier mal nach Eisen. Soll ja Eisen sein. Dann muss man den Schlüssel in der Hand haben. Kann natürlich sein. Oder musst du erstmal so einen Wegstein finden. Sumpfiger auf was an, auf was anwenden. Ja, funktioniert nicht. Geld, 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 Geld. Ach ja, ab heute sind meine Sorgen ja vorbei. Hast du im Lotto gewonnen schon? Ja. Gut. Und baust du das Haus? Wenn ich es auf Konto habe. Okay. Was ist das denn für eine Statue? Vielleicht ist das ja der Eingang zur Krypta. Naja, in dem Sumpfgebiet ist keine. Oder natürlich möglich, dass den Autopin das nicht anzeigt, wenn wir schon eine vorbeigelaufen sind. Weiß es nicht. Normalerweise würde Autopin das auch anzeigen, oder?
Ich habe keine Ahnung. Ja, so ein Sumpfegel. Schlundegel. Boah, er macht aber auch keinen Damage, der Bogen. Da ist ein Drauger mit Bogen. Nee, mit Axt diesmal. Wieder was Gelbes gefunden? Ja, ein Turmschild. Alter. Ja, sehr schön. Aus Holz. Steht da Avengers? Avengers, Holz in der Turmschild. Tatsache. Wieso ist denn hier Feuer? Feuer, heiß! Hast du mit dem Feuerpfeil geschossen? Achso, ja. Da, Krypta! Oh. Ja. Super. Spawner, ach du Scheiße. Ausdauerrecken. Und Attacke. Hinter dir, Drauger. Oh, Elite Drauger. Aua, aua, aua. Ein Sterne Drauger. Der Elite ist weg. Ein Sterne-Drauger ist auch down. Da ist noch ein Drauger mit Bogen. Oh, ist noch ein Spawner. Und noch ein Sterne. Oh. Alter, jetzt droppen die ganze Gänse. Eine Eisenspitzhacke. Ja, nein. Ja, Gladiators Eisenspickhalle. Boah. Attack Stamina minus 10. Boah. Und was hast du noch so? Trollumhang habe ich gefunden. Trollumhang of Health. Ja, das ist doch gut. Plus 20 Leben, ja, den ziehe ich doch mal an. Ja, cool. Coole Sache. Du hast jetzt einen Look. Die ganzen gelben Sachen kriegst du irgendwie zuerst alle in deine Tasche. Die werden alle in meine Tasche gesaugt. Eisenspitzhacke. Super. Aber ist fast kaputt. Ja, nix. Und hier soll nachher die Krypta sein? Ja, vorne, der Schlüssel, der Knochen da, der Knochensymbol. Ah, da, ja. Wir brauchen ihn mit Schleim oder so, brauchen wir da aus dem Krypta oder so, keine Ahnung. Da ist er, eine Krypta. Was bist du denn für ein Vieh? Eine Schleimmasse. Da und so was brauchen wir, glaube ich. Immer müsst ihr alle vergiften, das ist ja, da bleibt doch auf Abstand bei dem Schleim, das kennst du doch schon mal von WoW, oder nicht? Ach du, oh, der springt. Oh. Ja, so viel zum Thema, bleib auf Abstand. Ich weiß ja nicht, dass er so eine Range hat. Der Vieh überbrückt ihn. Ah. Ja, der wird zu klein, Schleim. Ah, der wird zu klein. Ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist schon ein Boss hier für uns. Ja, Raid Boss. Wir sollen das erstmal werden, wenn wir den Boss machen. Schleimbombe. Oh, ist sehr schön, es gibt Schleimbombe. Er hat Eisen gedroppt. Jetzt muss er in die Krypta rein? Heilig. Was soll ich machen? Ich muss warten, bis ich mich geheile. Keine Tränke mehr? Ja doch, aber dann hat man ja so lange abklingt sein. Ha, sumpfiger Schlüssel benutzt. Sumpfige Krypten. Jetzt habe ich aber Angst. Ohne Stirnlampe, weißt du? Er ist links, rechts. Hier ist Sackgasse direkt. Da muss er hier links. Drei Drauger. Er hat keine Lust. Au.
Also ich könnte ja von unten hinweisen. Ey, war, ich weiß, ich bin hier am Kloppen und er guckt da erstmal runter. War das schon tot, wo ich reingeguckt habe? Alter, Junge, ehrlich. Waren nur Giftpfeile und Eisenpfeile drin. Sehr unhöflich von dir. Giftpfeile. Das klingt doch super. Oh oh. Ich kann hier durchschwimmen, André. Was? Ehrlich? Ja. Das ist mein erster. Die Sackgasse. Oder? Ja. Hä? Das war's? Aha. Ehrlich, mehr gibt's hier nicht. Kann doch nicht schon alles gewesen sein. Hört sie doch noch nach Monster an, oder wie? Ja. Wo kann man sich hier durchbuddeln? Da muss ja mit der Eisenspitzhacke machen. Kann wahrscheinlich sein. Nee. Ich höre doch noch Monster, oder bin ich doof? Nein, ich höre die ja auch. Hä? Oh, hier ist nichts mehr. Ja, aber eine doofe Krypta. Das war alles? Langweilig. Ich dachte, ihr müsstet doch eigentlich einen Raum geben, wo die Markierung für den Dungeon, für den Boss und so was ist. Hm. Oder müssen wir da irgendwas Besonderes machen? Vielleicht machst du die Dinger mit der Bombe weg, Mann. Du kannst doch Schleimbomben machen. Hast du auch ein Rezept Schleimbombe bekommen? Kann natürlich sein. Ich kenne mich mit den Kryptas nicht aus. Ich weiß, da vorne ist noch eine. Dann müssen wir mal die Krypta angucken. Gucken, ob die anders ist. Na, danke, sie. Direkt da vorne sieht man sie schon. Schnell aus dem Wasser raus, ich will nicht von so einem Wurm. Ah nein, da ist schon wieder so ein Boss vor. Natürlich, schnell aufsammeln, ne? Eisenachs, wuhu! Ja, natürlich! Schnell aufsammeln, ja. Damit ich ja nichts krieg, ne? Genau, du nimmst ja nur wieder weg. Ja, ja. Eisenachs brauche ich zum Fahren. Ja, ja. Ah, oh, geil. Eisenachs of Drawing. Blut, Blunt Damage plus 7. Mhm, mhm, siehst du, wäre eine schöne Angriffsachs für mich. Ah, ja. Was hat denn die Axt an Schaden? 60. Ach, die kann man werfen. Als Special Attacke. Das ist wirklich eine Kampfaxt. Ja, guck mal, hier kann man weiter. Komm gleich für den Drauger. Hör auf! Hä? Ja? Ich hab gesagt, da kommt ein Drauger. Ja, warum haust du ihn denn nicht um? Brauchst du jetzt meine Hilfe für alles, oder? Ich hab nur gesagt, pass auf. Dann gehen wir erstmal hier lang. Nicht, dass da gleich von überall wieder Drauger kommt. Da geht's jetzt überall weiter. Da ja. Auch? Nee, da nicht. Nee, dann erstmal da weiter. Ah, die Spitzhacke ist schon kaputt. Die Eisenspitzhacke. Alt-Taste gedrückt halten. Stimmt. Du Idiot, du hast das Blaue, was Grünes bekommen. Oh, was Grünes, legendäre bronzener Faustschild.
Der kriegt auch alles. Poison Damage Reduktion. Alter, der kriegt alles. Weißt du, ich bekomme. Den benutze ich. Wir stehen beide auf gleichen Punkt. Und er bekommt dieses scheiß Item. Das gibt's doch nicht. Geil. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt bin ich bockig. Das Spiel weiß halt, wer hier die Hosen anhat. Hab ich keine Lust mehr. Ist die Sackgasse? Ja. Ich hab verwitterte Knochen bekommen. Ich bin überladen. Warum habe ich schon wieder mein Schild nicht aus? Jetzt bin ich tot. Ich bin überladen. Was rennst du dann auch vor? Das hast du zu spät gesagt. Das ist, weil du alles aufsammelst. Das schon wieder. Du hast jetzt schon wieder was Gutes bekommen. Wir stehen auf dem gleichen Fleck und du bekommst es. Also, das gibt's doch nicht. Spear of Odin. Legendärer Bronzespeer. Also das Spiel ist doch. Irgendwas ist da doch nicht richtig. Es steht beide direkt auf dem gleichen Punkt und du bekommst den ganzen Quatsch. Oh, nimmst du da ein Taschentuch? Ja, so bringt das keinen Spaß, wenn du immer den ganzen Quatsch kriegst. Ich hab's ja auch verdient. Hier ist nichts mehr. Gibt's echt keine Markierung für den Boss? Was machen wir denn in den Dingern hier? Weiß nicht, ich habe jetzt verwitterte Knochen bekommen. Hier geht's auch noch lang. Noch so ein Ding. Ah, hier. Haha. Wo ist der denn? Boah. Reist, Alter, da sind wir ja 3 Monate unterwegs. Warum? Jo. Brauchst. Geht's auch noch weiter? Geradeaus auch. Willst du zuerst rechts oder geradeaus? Wir können ja gerade aufgehen, da steht schon Draugr und wartet schon auf uns. Oh. Ein Schleimling auch noch. Du wolltest da lang. Ich wäre zuerst rechts gegangen, wie man es immer macht. Man geht immer rechts rum. Elite. Feuerdamage! Wow. Aua, verdammte. Ah, da sind 2 Bogendrauger drin. Wir müssen erst den. Ich muss, glaube ich, doch mal ein Turmschild herstellen für solche Situationen. Komm da nicht dran. Da ist noch einer in der Wand hier. Hau mal das Ding weg. Wer ist gerade auf mich? Jetzt ist auf dich. Er hat schnell in die Kiste geguckt wieder. Ja, wenigstens das Schild kann ich machen. Hier, komm her. Das nochmal nehmen. Hat mir irgendwie noch Rezepte gegeben. Was? Das, was auf dem Boden liegt, die uralte Rinde. Das ist das nicht. Ich kann die doch nicht mehr tragen, ich bin zu schwer. Ich bin wirklich am Limit. Noch ein Schleimbock. Hier ist ein Eisentor. Ja. Ich muss mal gucken, wie ich hier Platz kriege. Hast du nicht noch irgendwas nehmen? Ja, ich kann noch was nehmen. Ich habe ganz viel Bronze, weil ich meine ganzen Sachen, die ich natürlich jetzt Überschuss habe. Naja, jetzt habe ich wieder Platz. Wo ist ein Eisentor? Da hinten. Da haben wir sogar Steine in der Tasche. Können wir das abbauen? Jo. Kommt aber bestimmt Eisen raus. Also nicht. Also auf jeden Fall stabil. Sicher, dass man das abbauen kann? Wie viel Haltbarkeit hat denn? Ja, wenn das Schaden nimmt, kann man es auch abbauen.
Leck mir am Fuß, wie schwer. Wie ist denn das? Ja gut, also man sieht das halt nicht, das ist doof. Hast du jetzt die Rinde hier reingetan? Ansonsten ist hier nochmal Rinde drin. Nee, ja warte, ich nehme das. Hier ist noch eine Kiste. Hier ist auch eine Eisenspitzhacke im Blau. Eisenspitzhacke. Ja. Und hier ist noch eine Kiste, Münzen. Und nochmal uralte Rinde. Guckst du, wo ich überhaupt richtig um... Ich hab hier noch gar nicht richtig umgeguckt. Gar nicht gemacht. Ich kann den ganzen Kram, der liegt, nicht mehr aufnehmen. Das Schleimlinge. Ja, da ist der ganze Loot, der jetzt kommt, ist für dich. Bist du zufrieden? Das klingt schon wieder so. Ja, du heulst ja immer rum. Ey, ich verstehe das gar nicht. Als wenn ich den Scheiß dir nicht geben würde, wenn du den haben willst. Ja, guck mal, hier sind wir. Hier ist noch was. Was? Das ist ja eine große Krypta. Ja, Problem ist nur Werkzeug, ne? Ist gleich kaputt. Und ich habe jetzt auch langsam Platzmangel. Müssen wir wohl Trauger ab. Leimling. Oh nein, da kommt auch noch ein Trauger. Geh weg, heile. Warum blockst du nicht? Ich hab ich, aber der blockt nicht sofort nach der Kombo. Nee, du musst warten. Hab ich nicht doch. Permanent drauf spam mit Damage. Naja, jetzt ist auch vorbei. Jetzt komm ich da sowieso nicht mehr hin. Aha, du bist ja immer so zu hibbelig. Ja gut, ausnahmsweise erlaube ich dir Dings zu benutzen. Drück auf der Karte. Shift und linke Maustaste, dann portet der dich dahin. Zur Leiche? Nein, aber hier, wo der Dungeon ist, dann kannst du direkt ins Dungeon rein. Okay. Auch eine Mod. Auch eine Mod, ja. Ich hab's aus, aber ich weiß, ob das bei dir noch an ist. Nein. Ich bin da nicht hingekommen. Weg, bist du nicht. Ich bin mitten ins Gebirge gekommen. Normalerweise sollte das funktionieren. Shift und linke Maus, dann drück doch nochmal dahin. Hab ich. Vielleicht ist die Reichweite zu weit. Vielleicht musst du einfach mehrmals klicken. Ja, und bin gleich wieder gestorben. Wieso das denn? Da war irgendwas, was mich gleich gekillt hat. Ja, ich guck gerade, wie ich rauskomme, damit ich dir da reinhelfe. Ich hab den Ausgang gefunden. Ne? Warte, ich komme raus, dann kannst du dich gleich zu mir porten. Wo ist was? Oh, alles voller Trauger hier. Elite-Trauger. Ach du Scheiße. Oh, Zorngeister. 3 Stück. Ach du Scheiße. Geh ins Dungeon. Ich muss erstmal. Oh, tut mir leid, Chance. Aber ist. Keine Chance. Ist alles voll mit Gegnern. Ich muss warten, ich muss sie jetzt erstmal auseinanderziehen. Ah, meine Waffe ist kaputt. Ah. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich die Axt nehmen. Nein, 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 nein. Wieso sind die Geister so schwer? Verdammte Axt. Oh. Oh, jetzt. Rein, 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 rein. Die Geister sind hier noch irgendwo.
Kann mal gucken, wo gehen wir denn hier hin? Geradeaus. Und dann einfach laufen, findest du das schon. Da siehst du. Der Rest ist noch zu, Gott sei Dank. Boah, jetzt aber zurück zum Boot und dann zur Base zurück. Dann werden wir auch gleich dann ausmachen können. Dann wissen wir Bescheid, nächstes Mal müssen wir noch hier hin. Dungeon ist diesmal wesentlich größer. Der andere war ja eine Enttäuschung. Ich glaube, wir haben auch alles aufgesammelt. Also ohne die Medsäfte wäre ich auch gestorben. Ja, da muss ich noch mal ein paar herstellen. Ich habe nur noch zwei. Ich habe nur noch drei. Da muss ich noch mal ein paar machen. Auch gegen Gifte und sowas. Oh, jetzt müssen wir schleunigst zum Boot. Es gibt jetzt nichts Wichtigeres. Da lang. Hier liegt noch überall Zeug rum. Oh, da ist er wieder. Oh, weg, weg, weg. Da, ah. Ich hab gesagt, die sind noch da. Die sind irgendwo hängen geblieben, deswegen bin ich schnell abgehauen. Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ich hab keinen Bock mehr. Hast du nicht gegessen? Doch, aber der hat sich noch nicht so schnell hochgeheilt. Ah, oh, er ist tot. Oh, komm direkt zu mir. Schlimm mit dir. Ich wusste, warum ich die drauf mache. Ach ja, ich bin unfähig. Ich bin in allem scheiße, was ich... Du hast doch gerade gesagt, du hast noch Heiltränke. Warum hast du nicht gegessen und einen Heiltrank genommen? Weil es nur hieß, zum Boot, alles andere ist unwichtig. Ja, aber du musst doch Leben haben, mein Freund. Guck mal, wie weit weg das Boot ist. Da ist das. Wir sollten hier vielleicht querfeldein durch den dunklen Wald. Ist vielleicht sicherer, auch wenn der Weg noch unentdeckt ist. Der Schleim hat Eisen gedroppt, den wir da zerschlagen haben. Ich habe 52 Stück insgesamt. Ja, und die droppen Eisen. Zwischendurch. Da kommt ein Drauger. Ach, scheiße, da lang, wo ich lang will, ist nochmal so ein scheiß Geist. Aua. Was ist denn hier alles in der Pampe, ey? Das Sumpfgebiet ist scheiße. Ja, er kommt. Jawohl. Schleim, Schleim. Lass dich nicht wieder vergiften. Vorne ist der dunkle Wald. Oh, keine Ausdauer. Hast du IQ noch? Nee, ne? Nee. Bin ja gestorben. Ich hab meinen Buff ja noch. Bin gestorben, wo ich den ausgelöst hatte. Oh. Endlich wieder Gegner, die schaffbar sind. Ah. One Hit. Ja, natürlich trifft, ne? Ja. Ja, hier ist, glaube ich, ein Menschendorf. Warum kriegen ja welche Schaden im Turm? Ja, das sind hier Menschen. Hier ist so ein Menschendorf. Und in dem Dorf sind auch Spawner. Das heißt, für uns bleiben keine Menschen übrig, weil die Drauger alles wegballern.
Ist ja hier Human Commander oder wie die da heißen. Ja. Das wären Dorfbewohner. Okay. Aber ich habe jetzt keine Lust, mich um die zu kümmern. Tut mir leid, Jungs, ihr müsst euch selber helfen. Aber markieren tue ich mir die Stelle noch schnell. Einfach nur einen Punkt machen, ich weiß schon, was das ist. Oh, man sieht aber auch nichts, ne? Nee. Oh, es gibt auch noch so einen Berserker. Aber so ein Berserker ist mal eine echte Entspannung. Ja, die schaffe ich wenigstens, da sterbe ich wenigstens nicht. Boah, du bist nur am Jammern, ne? Nächstes Mal spielen wir wieder Landwirtschaftssimulator. Oh, da wird so hoch? So da hoch? Scheiße. Nee, ich glaube nicht. Nee. Meine Fresse. Wo ist denn unser Boot? Da. Da links. Immer mal Licht. Ich habe keinen Bock, immer noch hier im Dunkeln rumzufitschen, ey. Ich mach Licht und drück F10 für Ego-Perspektive. Boah, geil. Den Dungeon mache ich nächstes Mal auf Ego, erst Perspektive. Mal gucken, wie das abgeht. Dungeon? Ich komme hier nie hoch, keine Ausdauer. Fackel ist kaputt. Aber kämpfen in Ego-Perspektive ist sehr fragwürdig. Findest du? Nicht? Weißt du nicht, ich habe ja mit Ego-Perspektive gekämpft. Ja, mach das doch mal. Tag 34. Pitschwein. Hättest du die Axt genommen, hättest du getötet. Wahrscheinlich, der kommt doch eh wieder. Die Ego-Perspektive ist echt fragwürdig. Aber schon cool, ne? Oh Gott. Hä? Printen ist auch schon wieder unter 30 gefallen, jetzt durch die ganzen Tode. Oh Mann. Kupfer. Wollt's Kupfer mitnehmen? Das ist alles Kupfer. So viel Platz habe ich gar nicht mehr. Alter, wie viel Kupfer ist das denn hier? Alter, der gibt mega Leck, wenn du das Ding abbaust. Ja, so viel Platz habe ich auch gar nicht mehr in der Tasche. Da müssen wir hin. Zwei doofe Eingeblinke. Was bist du denn? Ach so, ein Spawn, Alter. Den möchte ich jetzt aber auch nicht. Auch Kupfer, meine Güte, hier gibt es aber Kupfer und Zinn, ey. Muss man als nächstes erstmal Eisen sammeln gehen. Oh, was ist denn jetzt los? Wo kommt ihr denn schon wieder alle her? Hinter dir. Ach, die machen doch keinen Schaden. Die Jungs sind doch ein Witz. Guck mal, da sind die Bogenschützen wieder. Ach, die sind respawned? Jo. Feind. Das ist mal ein anderer, oder? Ne, wieder Elfenranger. Ob die mit Boot fahren? Wer weiß. Ich glaub nicht. Ey, ist auch cool, dann könnten wir die mit ins Dorf nehmen. So, jetzt zum Händler. Der kürzeste Weg ins Dorf, nach Hause. Guck mal, jetzt haben wir, wenn wir jetzt zur Insel wollten, hätten wir Rückenwind.
fahren wir wieder gegen den Wind. Ja, wo soll ich denn jetzt hinfahren? Willst du um die Insel rumfahren? Wie lange wird das dauern? Nein, zum Händler. Natürlich zu dem Händler. Ja, wieder kein... Ich weiß, wir kommen da wieder, werden da nie ankommen. Ich glaube, ich noch schneller um die Insel rum. Wahrscheinlich. Er ist nämlich genau im Gegenwind, siehst du? Genau im Gegenwind. Guck mal, der Elf ist hinter uns. Wow. Der an Bord kommt? Nee, ne? Nee, glaube ich nicht. Nee. Wäre schon cool gewesen. Ja, ich kann nur rudern. Rudern bis zum Händler. Er hat keine. Dann auf dem Ozean. Seeschlange. Und dann ist alles. Dann habe ich auch keine Lust mehr. Dann spiele ich auch kein Walheim mehr. Noch ein Tod und ich springe aus dem Fenster. Besser, Wetter wird immer schlechter, aber der Wind dreht nicht. Nee, das stimmt. Na los, Elf, du musst schneller schwimmen. Ich ruder doch schon nur. Oh, Wind, bitte dreh doch mal. Ein bisschen wenigstens. Ah, vor uns kommen Steine. Pass auf. Ja, ich bin ja auch mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit unterwegs. Lächerliche Geschwindigkeit. Das war unser erstes Abenteuer in der Krypta. Ja, 6 Tode. Hast recht. Was sagt uns das? Du musst deine Ausrüstung hochwerten. Dass ich einfach unfähig bin. Und nicht so draufbremsen, sondern mehr blocken. Hab ich doch. Aber habe ich doch, aber was bringt mir das Blocken, wenn die Ausdauer fast leer ist? Dann bringt dir das Blocken auch nicht viel. Da musst du Athletik skillen. Ja, super. Durch die 6 Tode bin ich jetzt wieder unter 30 runtergerutscht. Ja, dann läufst du nächstes Mal vor, wir spielen 200 Runden um meine Basis. Bei mir ist jetzt alles wieder gesunken. Ja. Ja, Holzhacken ist auch auf 32 gesunken. Schleichen auf unter 10 gesunken. Hatte ich auch schon auf 12 oder so. Ob der jetzt immer noch da rumschwimmt, der eine? Du musst ein bisschen mehr nach links. Nach links? Ja, nach links. Eng, alles runtergegangen. Ja, da ist der Händler und hier vorne ist unsere Anlegestelle. Der schwimmt da immer noch. Jetzt erlöst ihn doch mal endlich. Der hat schon wieder volles Leben. Oh. Du bist echt kein guter Schütze. Ich zieh auf ihn, aber... Ja, voll auf ihn gezielt, der ist buggy. Eigentlich spring mal ab, bevor wir irgendwo gegenstoßen. War nämlich ganz schön knapp. Sind wieder keine Ausdauer. Ah, nee. Oh, erledigt. Der arme Junge, der paddelt da seit 3 Monaten im Wasser rum. Mindestens. So lange waren wir, glaube ich, auf See. Der hat sein Schwimmskill bestimmt schon auf 100 oder so. Wer? Ja. Der da rumgepaddelt ist jetzt. Ja, der ist jetzt maximal schon. Obwohl kann er jetzt nicht mehr. Ich dachte, ich wäre schon mit Schwimmen 18 was Besonderes, aber. Oh, Gary Wade hat sich Ja, das ist, wenn man mit maximalem Gewicht rumläuft, ne? Ja, maximal laufe ich nicht. Ich habe noch ein bisschen frei, aber. Du musst gewisse Gewichtsgrenze haben, ne? Ja, wenn du nah an der Gewichtsgrenze bist, dann. Steigt dann Gary Wade. Ich weiß gar nicht, wie merkt sich das eigentlich mit dem Sprinten, wenn du durchsprintest oder wenn die Ausdauer verbraucht ist?
Stell dir vor, ich hätte die Mod jetzt nicht drauf. Ja, dann würden die Sachen da liegen und dann wäre vorbei. Dann hätte ich den Charakter gelöscht, wäre heute in Embryonalstellung ins Bett gegangen. Aber wir hätten jetzt nicht durchs Portal gehen können. Ja gut, das stimmt. Ja, der nimmt's aus den Kisten raus, tut's aber nicht wieder rein. Das verstehe ich dann auch nicht. Doch, jetzt hat er reingetan. Na genau, schmeiß einfach rein. Ich sortiere das dann bei Gelegenheit alles in Ruhe. Muss sowieso alles umsortieren. Die Essenssachen müssen in die Küche und was weiß ich. Nämlich gleichen Fehler wie du. Aus. Wir sind schon eine ganz besondere Art von dumme Menschen, ne? Besonders dumm. Oh, ein ganzen Haufen neuer Rezepte. Ja. Endlich Steinmetz und alles. Oh. Jetzt wird sich vieles ändern. Boah, wie viele Rezepte sind denn da noch? Echt? Jetzt ist fertig. Boah. Kann ich jetzt auch ablegen? Wo habe ich jetzt neue Steinmetzrezepte bekommen? Keine Ahnung. Du fragst mich immer Dinge. Steinmetzkarren. Ja, Steinmetzkarren ist halt jetzt der nächste Karren, ne? Weil ja die Mod drauf ist, ja. Mit den Karren. Käfige, wir können jetzt so Käfige bauen. Ja, da müssen wir mal so ein Holzeisenbalken, die müssen jetzt was halten. Ja, ne? Dann können wir eigentlich größer bauen. Eisenfeind. Opa, die machen Stechen 42 Schaden. Eisenschwert. Reitaxt. Ah, Reitaxt. Mit Schlitzen 70. Die brauche ich an. Perfekt zum Zertrümmern von Schädeln. Die Freude eines jeden Kriegers. Das sind dann wahrscheinlich auch Kampfwaffen. Das ist dann bestimmt eine Kampfwaffe. Oh, Gott sei Dank kann man jetzt das ganze alte Werkzeug und Waffen wieder dissen und kriegt sein Material wieder. Das ist so gut, ne? Ja, mit so viel Bronze. Ich habe mein ganzes Bronze wieder. Ja, siehst du. Ging das eigentlich nochmal? Mit der Entferntaste. Stimmt. Geile Sache. So, wir können jetzt persönlich. Oh, wir können jetzt verstärkte Kisten. Wie viel da wohl reinpasst? Gute Frage. Brauche ich denn dafür? Edelholz und zwei Eisen. Da probiere ich doch gleich mal aus. Nochmal zwei Eisen. Edelholz. Haben wir Edelholz hier in den Kisten? Ja. Aber nicht genug. Wie viel Edelholz? 10, dann gehe ich lieber ins Lager. So, mal gucken, wie viel kommt da. Passt da rein? Oh.
Aber einiges mehr. Hier rein. Hier mal 7. Anderes nur 3x5. Wäre um einiges größer. Mischung, was brauchen wir denn da? Himbeeren. Himbeeren? Oh. Oh, guck mal. Mitmischung. Das war schon. Ja, die mitmischen. Oh nein. Was jetzt? Angriff. Oh nein. Aus dem Sumpf. Ich weiß aber nicht wo. Da oben. Fischerhütte. Aber die sind überall drum um uns herum. Überall. Aber die kommen jetzt. Ein Drauger ist hinter uns. Das ist ein Skelettbogenschütze. Noch fauliger Geruch vom Sumpf. Alter, was ist denn los? Lauf doch weg! Ja, das gibt's auch nicht. Warum blockt er nicht so schnell? Geht den Schild nicht hoch. Oh, wenn man schneller blocken möchte, als das Schild ist, ne? Dass er knapp ist. Gerade noch mal ein bisschen zum Heilen machen. Und das ist das Problem, deswegen sind die jetzt hier. Deswegen. Weil du was zu essen machen wolltest, du hast sie angelockt. So. Hey, blocken auf 19. Auf 19? Ich bin auf 8. Wir sind immer noch nicht durch. Oh, der Geruch ist vorbei, ist die letzte Gruppe. Ich hab einen Trollleder. Du wurdest das Opfer einer Invasion. Von Zeit zu Zeit wird dein Lager das Ziel der rumstreuenden Monster. Hatte ich doch schon, wieso redet der nochmal mit mir? Da ist immer noch ein Skelett. Oh. Mann. Boah, hart. War echt, der war ja schlimmer als im Sumpf gerade. Ja, ein wenig. Mmh.
Mann, 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 Junge, Junge, Junge. War jetzt aber hart, ey. Dann wieder ganz Inventar voll. Schon wieder. So. Ich habe jetzt aber noch was bekommen. Ich kann jetzt noch Mietmischung sehr gesund machen sogar. Ah, sehr gesunder Miet. Aber wir haben keinen Löwenzahn mehr. Wenn man einen ganzen Löwenzahn verbraucht. Also ich farm hier und mach und tu und du kommst nur verbrauchst alles. Entschuldigung, dass ich... Doch, da haben wir doch noch Löwenzahn. Erst wenn du dann deinen Arsch mal rausbewegst und mal selber farmst. Nein, dann sterbe ich. Doch nicht hier. Du hast eben gesehen, dass da eine Draugr-Invasion kam. Ja, aber der wird ja angekündigt. So. So, wir hatten Blutsäcke, ne? Ja, ja. Wollen wir dann gleich auch schon aufhören, André? Klar, wenn du möchtest, können wir aufhören. Seit 9. Ja, ja. Seit Bett geht's halt. Ja, wenn du aufhören möchtest oder musst, ne, ist klar, kein Problem. Ah, machen wir erstmal. Wir kommen ja wieder. Da kann keine Frage. Hier kommt wieder keine Frage. Genau. Also, macht's gut. Benimmt euch. Tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Ja. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ja, merkt ihr, David will euch loswerden. Macht's gut. Ciao. Tschüss.